Nochmal herzlich wieder hier begrüßen, mich auch selber bei Theocharis und dem ganzen Team bedanken für die Einladung, für die ganz tolle Organisation. Und bevor wir gleich in 10 Minuten zu Božena Kozakevic kommen, die aus Kyiv, glaube ich, zugeschaltet wird, haben die Organisatorinnen und Organisatoren gesagt, sollen noch ein paar Worte zur Deutschen Assoziation der Ukrainisten sagen, deren Vorsitzender ich seit 2008 bin. Ich habe gerade mit Alexander Kratoch viel in der Pause auch nochmal gesprochen. Also offiziell in meinen Unterlagen gegründet wurde sie 1995. Die Deutsche Assoziation der Ukrainisten ist aber wahrscheinlich schon de facto etwas älter, als in meinen Unterlagen steht. Und sie ist tatsächlich hier von der FU aus von Professor Torke gegründet worden. Also insofern schon eigentlich eine längere Geschichte. Und ich habe Ihnen die Folien übrigens auf Englisch gemacht für den Fall, dass es jetzt irgendjemanden gibt, der Probleme mit dem Deutschen haben sollte, denn die Organisatorinnen und Organisatoren haben beschlossen, dass wir jetzt diese Veranstaltung, diesen ganzen Block auf Deutsch durchführen werden. Ja, die DAO ist eben 1995 gegründet und in erster Linie auf Geistes- und Sozialwissenschaften ausgerichtet, also kleiner als die Partnerorganisation von Frau Professor Garaschuk, die das Ganze hier organisiert. Wir sind also wesentlich kleiner und könnten vielleicht sogar mal hier beitreten oder uns vernetzen, habe ich mir überlegt. Ja, wir sind auch Mitglied der Mizhnarodna Assoziatsia Ukrainistiv und des Deutsch-Ukrainischen Forums. Und ja, das sind einfach, wenn Sie uns kontaktieren wollen, finden Sie uns auf der Homepage. Das aktuellste Bild ist, ich probiere das jetzt mal aus, ob das jetzt hier funktioniert, ist dieses. Ich bin ganz begeistert. Genau. Das ist letzte Woche in Tschernivtsi am Grab von Zuckermann und Zwilling. Also ich weiß nicht, ob Sie diese Dokumentation von Köpp kennen. Und fast alles DAO-Mitglieder, Steffen Höhne, Präsident des Herder Forschungsrates, Matthias Richter, Bogdan Tokarski, mein Mitglied, noch kein DAO-Mitglied, aber gerade erst an der Uni Potsdam eingetroffen, und Mikola Kuschnir aus Tschernivtsi. Ja, soweit eigentlich zur DAO am Anfang. Und ich wollte nur schnell ein paar Worte noch sagen zu den Ukraine Studies, die jetzt, also wir kommen jetzt eigentlich in die Humanities, in die, oder sagen wir, in die Geistes- und Sozialwissenschaften. Da gibt es ja eigentlich nicht so viele Zentren, so richtige Zentren weltweit. Das ist eben das Harvard Ukraine Research Institute, das HURI. Wir haben ja heute noch Kollegen Serhii Plochy oder morgen zugeladen. Dann das Canadian Institute of Ukraine Studies in Edmonton. Und mit Rory Finnan jetzt seit ein paar Jahren auch die Cambridge Ukraine Studies. In der deutschen Tradition ist die Ukrainistik aber doch älter, als viele wissen, und eigentlich auch in Berlin hier zunächst mal zentriert gewesen mit Vjatoslav Jagic, der eben einer der ersten Professoren für Slawistik an der damaligen Friedrich-Wilhelm-Universität, der heutigen Humboldt-Universität, war, und vor allem mit Max Fassmer, der die Zeitschrift für slawische Philologie 1924 gegründet hat, die bis heute eine der wichtigen Fachzeitschriften ist, wo Ukrainistik im Sinne der Philologie also bis heute präsent ist. Es gibt natürlich noch die Freie Ukrainische Universität, die heute sich in München befindet, das auch nur so am Rande ganz kurz erwähnt. Zwei Namen, glaube ich, sind mir wichtig in diesem Zusammenhang zu erwähnen, Oleksa Horbatsch und Dmitri Czyżewski. Dmitri Czyżewski, eigentlich auch noch der Letzte, der wirklich als Slawist die einzelnen Entwicklungen der slawischen Literaturen vergleichend komparatistisch erfassen konnte, weil er eben weit mehr war als Ukrainist, im wirklich im vollsten Sinne noch Slawist. Dann ist 1992, also für mich immer ein kleines Wunder, in Greifswald nach der Wendezeit die damals einzige und erste Ukrainistik gegründet worden, Ralf Göbner, Valerie Mokienko, auch Alexander Kratochwil, ich selber dann auch für 6 Jahre. Dort findet auch nach wie vor das Ukrainikum statt, die ukrainische Sommerschule, in Kooperation mit dem Krupp-Wissenschaftskolleg, das war Berthold Beitz, der inzwischen verstorben ist, damaligen großen Patriarch des Krupp-Konzerns, Krupp-Thyssen-Konzerns, sehr wichtig, weil er im Krieg in Drohobytsch und Borislav war und so eine Oskar-Schindler-Biografie ansatzweise hatte.
Wichtig ist mir noch zu erwähnen, dass 2017 dann Prisma Ukraina gegründet worden ist. Das ist auch ein berlin-brandenburgisches Netzwerk von Andriy Partnov, der heute gerade in Bulgarien ist auf einer Sommerschule und heute nicht teilnehmen kann. Aber da komme ich dann eigentlich auch schon zur Viadrina, an der ich ja knapp 4 Jahre tätig war. Und da ist ja, ich sehr... Bis heute bin ich wirklich froh, dass es uns gelungen ist, den Lehrstuhl für Entangled History of Ukraine mit Andriy Partnov zu etablieren, zusammen mit der Adam Mickiewicz-Universität in Poznan am Collegium Polonicum und mit Olesya Lazarenko auch ukrainisch Unterricht. Sie ist auch da, also ganz große Klasse, ist, glaube ich, nach wie vor das einzig offizielle Lektorat im Berlin-Brandenburgischen Raum. Ich hoffe, es werden noch mehr, aber es ist zumindest ein Anfang gelegt. Und ja, ganz zum Schluss noch ein paar Worte zu diesem Projekt European Times vom BMBF, das Andriy Partnov, Annette Wehrberger und ich also durchführen. Das ist die Universität Potsdam und die Viadrina in Frankfurt-Oder. Das ist einfach der Versuch, zunächst mal auch von Brandenburger Seite uns besser zu vernetzen. Also ich habe schon an Frankfurt-Oder, an der Viadrina immer gesagt, dass mir diese Vernetzung wirklich am Herzen liegt und dass sie wichtig ist, weil natürlich alle in ihrem kleinen Schrebergärtchen vor sich hinarbeiten, aber so richtige Durchschlagskraft wird es nur bekommen, wenn wir alle zusammen in diesem Berlin-Brandenburger Raum und darüber hinaus enger und besser kooperieren und diese Synergieeffekte nutzen. Ich bilde mir ein, dass da vieles passiert ist, aber es hätte viel mehr noch passieren können. Aber ich hoffe, dass es in dieser Richtung weitergeht. Und für Brandenburger Studierende ist immer der große Vorteil, dass die alle dieses Freiticket haben, das in Berlin und Brandenburg mit ihrem Studentenausweis kostenlos reisen können. Es ist also eigentlich gar kein Problem, von Studierenden aus in der Lehre diese Vernetzung auch wirklich de facto durchzuführen. Nur ein Zeitproblem jetzt mit Zoom-Konferenzen und Hybridität eigentlich schon gar kein Problem mehr. Es gab auch dieses Projekt der kleinen Fächer von der Hochschulrektorenkonferenz letztes Jahr, was wir eingeworben haben. Und die kommen jetzt hier alle einzeln. Ich habe einfach so ein paar Kooperationspartner noch aus der Ukraine aufgezählt, mit denen wir zusammenarbeiten. Ist natürlich jetzt auch ein Projekt, das auf Geistes- und Sozialwissenschaften beschränkt ist, also keine Mathematik, Naturwissenschaften, Medizin, was wir heute Vormittag besprochen haben, beinhaltet, würde auch das Ganze sprengen. Wichtig ist mir dieser Aspekt, dass immer die ukrainische Sprache und das Ukrainische als solches wichtig ist. Also wir wollen eigentlich nicht von diesem, wir wollen von diesem Konzept der Area Studies, die glauben, dass man eine Region ohne Sprachkenntnisse wirklich verstehen kann, absolut abweichen. Das halte ich für komplett fatal und falsch. Also ich glaube, dass die ukrainische Sprache wirklich wichtig ist bei diesem ganzen Projekt. Inzwischen gibt es auch, haben wir die Ukrainistik vor allem in verschiedene Fächer integriert, die eben gar nicht Ukrainistik heißen, und das ist, glaube ich, auch die Zukunft, weil man natürlich mit einem Abschluss der Ukrainistik ist es vielleicht schwierig, einen Job zu finden, aber wenn man sie einfach integriert in osteuropäische Kulturstudien oder in breitere Master- und Bachelor-Programme, dann ist es, glaube ich, der richtige Weg, Ukrainistik an Studierende zu vermitteln. Wir bekommen ja mit Anka Bergmann auch noch zu den UNICERT-Zertifikaten und zu anderem nachher gleich noch Informationen, sodass ich das hier ausspare. Das war eigentlich auch alles schon, was ich dazu sagen wollte. Es sind einige Sommerschulen geplant und ukrainische Studierendenkonferenzen. Bohdan Tokarski ist gerade in Kiew, mein Mitarbeiter, der konnte auch nicht heute hier sein. Aber das war der Überblick, den ich Ihnen kurz geben wollte, bevor wir jetzt gleich zu einer Viadrina-Studentin wechseln, nämlich zu Božena Kozakiewicz, die ich noch sehr gut kenne aus meiner Zeit, als ich dort war. Sie ist seit Oktober 2018 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Entangled History of Ukraine bei Andriy Partnov, eben an der Viadrina. Ihr Promotionsprojekt beschäftigt sich mit dem Thema Juden und Christen, sowjetische Religionspolitik im multiethnischen Berdytschew, 1921 bis 1964. Sie hat es auch kürzlich im Forschungskolloquium bei Andriy Partnov schon vorgestellt, konnte selber auch daran teilnehmen, hat mich sehr beeindruckt. Božena hat für die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden gearbeitet im Rahmen des Projekts Erinnerung schützen.
2017 bis 2019, also vor ihrer Stelle an der Viadrina. Ziel des Projekts war es, vernachlässigte und vergessene Massengräber von Juden und Roma in der Ukraine in sachlich informative und würdige Erinnerungsorte zu verwandeln. Und 20 solcher Gedenkstätten wurden während des Projektverlaufs mit unter Beteiligung von Bojena geschaffen. Sie hat einen Masterabschluss in Germanistik an der Ivan-Franko-Universität in Lviv aus dem Jahr 2012 und 2017 noch einen zweiten Masterabschluss bei Werner Benecke an der Viadrina in KGMOE. Die haben ja so komische Abkürzungen, das ist Kulturgeschichte Mittel- und Osteuropas. Und ja, ich sehe schon, dass sie da ist. Bojena, herzlich willkommen hier digital bei uns und ich übergebe dir das Wort. Hörst du uns, Bojena? Super. Ja, schönen guten Tag. Können Sie mich hören? Ja, super. Ja, okay, super. Ja, vielen, vielen Dank, Professor Böll, für die Vorstellung und auch für die Einladung zu dieser Veranstaltung. Schönen guten Tag aus Berdetschew. Also ich bin auch deshalb nicht vor Ort, was mir sehr leid tut, weil andererseits die Forschungsreisen möglich geworden sind und ich bin jetzt gerade also in der Stadt, zu der ich forsche, dank dem Stipendium von Deutsch-Ukrainischen Historikerkommission. Professor Böll hat schon einiges vorangenommen, was ich mir vorgenommen habe, heute zu erzählen. Also ich versuche das jetzt ein wenig anzupassen und leider einen Teil der Einführung habe ich jetzt nicht gehört, also aus technischen Gründen. Deshalb entschuldigen Sie mir bitte, falls es schon gesagt wurde. In meinem Vortrag will ich vor allem einfach ein paar Ideen zur Ukrainistik mit Ihnen teilen und vielleicht auch diskutieren. Das ist eher so Gedankenentwurf ausgereifte Vorschläge. Nichtsdestotrotz würde ich gerne ein paar Worte zu den Herausforderungen, mit denen die Ukrainistik hier in Deutschland zu tun hat, sagen, aus meiner Sicht und auch zu den Perspektiven der Ukrainistik. Und auch ein wenig über die Tätigkeit unseres Lehrstuhls berichten. Ich habe mich dagegen entschieden, eine Präsentation zu machen, aber ich werde am Ende meines Vortrags ein paar Links mit Ihnen im Chat teilen, wo Sie sich auch also so Bilder von unseren Veranstaltungen anschauen können, Vorträge anhören können und so weiter. Die Ukrainistik in Deutschland, das hat bereits Professor Böll gesagt, befand sich lange im Schatten zum einen, also zum größten Teil von Russlandstudien, aber auch zum Teil zu Polenstudien. Von daher ist es von großer Bedeutung, dass Ukraine-Studien institutionalisiert werden. Und als solche ist auch die Gründung des Lehrstuhls für Entangled History of Ukraine an der Europa-Universität Viadrina zu sehen, die mit der Ernennung von Professor Portnow 2017 erfolgt ist. Somit gibt es in Deutschland auch jetzt zwei Lehrstühle für Ukrainistik, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln die Themen behandeln. In unserer Lehre achten wir besonders auf das interdisziplinäre Angebot, das die Facetten der Ukraine-Studien aufzeigen sollte. Da wir davon überzeugt sind, dass ukrainische Themen auch zur Entschlüsselung der jüdischen, polnischen, russländischen und osmanischen Geschichte dienen. Und das versuchen wir auch in unserem Lehrangebot, sowohl auch in unseren Veranstaltungen abzubilden. Ich würde jetzt einfach ein paar Beispiele nennen, damit Sie verstehen, was ich dabei meine. Zum Beispiel hatten wir folgende Kurse: Belarus and Ukraine, Historical Trajectories and Post-Soviet Transformation, Donbass, historische Region im transregionalen Kontext, Introduction into Jewish History of Russia, Poland and Ukraine, konfessionelles Zeitalter, Religionen und Konfessionen in Polen, Litauen, der frühen Neuzeit.
ost- und mitteleuropäische Städte nach 1945 und so weiter. Mehr Eindruck von unserer Lehre, wie gesagt, können Sie auf unserer Webseite verschaffen. Neben der Lehre finden wir es auch sehr wichtig, auch andere Formate zu schauen, zu schaffen und den wissenschaftlichen Austausch zu Themen der Ukrainistik zu ermöglichen. Als solches Format war auch die 2019 durchgeführte Ukrainian Studies Conference, die eigentlich zu einer Tradition werden sollte. Aber wie Sie aus den Gründen, die wir alle zu gut kennen, ist es leider nicht möglich gewesen, 2020 das zu wiederholen. Wir hoffen, das in der Zukunft nochmal fortsetzen zu können, auch ja, also im Rahmen von anderen Projekten. Was wir aber aufgrund von Online-Situation 2020 geschaffen haben, das war ein Ukrainian Studies Online-Kolloquium, das wir auch in diesem Jahr wiederholen werden. Und da haben wir versucht, erstmal auch diverse Disziplinen zu decken, haben auch versucht, uns nicht nur auf das 20. Jahrhundert zu konzentrieren, sondern auch die Themen aus früherer Zeit mitzunehmen. Dazu sage ich auch etwas, weil ich finde, das ist auch eine der Herausforderungen der Ukrainistik, aber nicht nur Ukrainistik eigentlich, sondern auch osteuropäischen Studien. Das ist diese Konzentration, also vor allem auf das 20. Jahrhundert und sogar auf einige Themen. Aber dazu sage ich etwas später. Dann haben wir auch versucht, verschiedene Akteure der Ukrainian Studies mitzubeziehen zu diesem Kolloquium und so auch zu diesen Zeiten so einen wissenschaftlichen Austausch zu ermöglichen. Im Kolloquium waren vertreten Gender Studies, Politik, Kultur, Theater, Literatur, Sprache und natürlich Geschichtswissenschaften sowie Vertreter von Ukrainistikzentren in Polen, in den USA, in Großbritannien, in der Ukraine natürlich. Wir finden diesen Dialog sehr wichtig und hoffen, das ausbauen zu können. Ich glaube, das sind auch die Perspektiven, die ganz wichtig sind. Jetzt komme ich zurück zu diesen Themen, die jetzt vorherrschen in der Ukrainistikforschung und nicht nur in Deutschland eigentlich, aber ich versuche jetzt mich doch mehr oder weniger auf Deutschland zu konzentrieren. Im Vorfeld des Kolloquiums haben wir uns entschieden, eine bisschen ungewöhnliche Vorgangsweise zu wählen, nämlich wir haben Ausschreibungen gemacht, sodass sich sowohl angehende Wissenschaftler als auch erfahrenere Wissenschaftler sich alle bewerben konnten mit ihren Themen. Im Endeffekt haben wir uns dafür entschieden, dass es vor allem um die Vorstellung der Promotionsprojekte gehen wird. Aber da haben sich ziemlich viele beworben, wenn ich mich nicht irre, waren das irgendwie um die 60 Bewerbungen. Und was es uns gegeben hat, die Idee war auch neue Personen kennenzulernen, nicht immer wieder mit den gleichen zusammenzuarbeiten, sondern auch zu schauen, was noch irgendwo gemacht wird. Und da haben wir auch tatsächlich eine klare Tendenz gesehen und dazu haben wir auch diskutiert in dem Kolloquium. Diese Sitzung ist bei unserem YouTube-Kanal zu finden. Den Link dazu teile ich auch gerne mit Ihnen. Wir haben eine klare Tendenz dazu gesehen, dass vor allem gibt's die Schwerpunkte werden gesetzt auf das 20. Jahrhundert und sogar mehr auf den Zweiten Weltkrieg. Und wenn wir und sogar noch mal mehr, vor allem auf den ukrainischen integralen Nationalismus. Und natürlich sollen diese Themen geforscht werden, aber dadurch untergehen viele andere Themen. Und hier werde ich es mir erlauben, Professor Portnow zu zitieren, da er darüber geschrieben hat in seinem Rückblick auf die Arbeit unseres Lehrstuhls. Genau, ich glaube, ich werde es nicht besser sagen können, was zu diesem Thema. Eines der Hauptprobleme bei der Entwicklung und Bekanntmachung ukrainischer Studien in Deutschland ist paradoxerweise die Belastung der Ukraine mit Vorurteilen und Halbwissen in großen Teilen der hiesigen Gesellschaft. Einerseits wird die Ukraine nicht selten mit Nationalismus und Antisemitismus in Verbindung gebracht. Andererseits existiert
sie dabei für viele immer noch als Teil Russlands. Der Widerspruch dieser zwei Annahmen führt dabei zu selten zu ihrer kritischen Analyse. Stattdessen kann man ihre Auswirkungen vielfach entdecken. So führt es erstere Annahme zu einer Verkürzung der ukrainischen Geschichte auf die Problematik des integralen Nationalismus, antisemitischer Pogrome sowie der Kollaboration mit den Nazis. Die zweite lässt sich mit Andreas Kappelers Worten aus seinem großartigen Buch Ungleiche Brüder beschreiben. Die Ukraine in der westlichen Wahrnehmung steht noch immer im Schatten Russlands, das seit mehr als zwei Jahrhunderten die Deutungshoheit über die Geschichte Osteuropas hat. Was ist nun in dieser Situation zu tun? Erstens ist es nötig, offen und ehrlich über die schwierigsten und schmerzhaftesten Themen der ukrainischen Geschichte zu sprechen. Ein Verschweigen mit der Vorstellung, dass es all dies nicht gab, wird nur das oben erwähnte Vorurteil bestätigen. Zweitens ist es wichtig, die Vielseitigkeit ukrainischer Geschichte und Kulturen zu betonen. Eine weitere wichtige Strategie ist, die Perspektiven der gemeinsamen Kooperationen von Ukrainistik und Polonistik, Judaistik und Osmanistik und die Vorteile eines neuen ukrainischen Blickwinkels in der Erforschung des Russländischen Reiches und der Sowjetunion aufzeigen. Dies würde die Nachfrage nach ukrainischer Arbeiten wesentlich erhöhen und den Kreis der an ukrainischen Studien interessierten Wissenschaftlerinnen bedeutend erweitern. Ja, ich finde, Andriy Portnow hat es am besten beschrieben und es bleibt uns die Frage, wie könnten wir das schaffen, eben dieses Themenspektrum breiter zu machen. Und ich glaube, darüber sollte man diskutieren und zwar auch im breiteren Kontext, weil wir kennen das ganz gut von der Viadrina, von unserer Arbeit an der Viadrina, dass auch das Interesse der Studierenden und auch des breiteren Publikums sehr stark in die Richtung gelenkt ist, ab das 20. Jahrhundert. Also ich glaube, das haben alle Lehrende diese Erfahrung gemacht, dass sobald man versucht, etwas anzubieten, ich meine nicht mal Mittelalter, ich meine sogar, wenn man das 19. Jahrhundert mal anschneiden möchte. Und ohne das 19. Jahrhundert wird man die Komplexität der ukrainischen Geschichte auch nicht begreifen können. Aber das ist sehr, tatsächlich sehr schwierig, da rauszukommen. Und ich glaube, also man kann weiterhin in die Richtung arbeiten, die Austausche, einige von denen auch schon Professor Böhl genannt hat. Wir würden uns auch freuen, einen Doppelmaster etablieren zu können zwischen der Viadrina und zum Beispiel der ukrainischen katholischen Universität. Also diese Möglichkeiten bestehen auch schon jetzt, aber das sind die wenigen, die das noch in Anspruch nehmen. Und hier komme ich auch noch zu dem Punkt, das schneide ich nur kurz an, darüber wird es mehr gesprochen. Professor Böhl hat es auch schon dargestellt, dass es ganz wichtig ist für Ukrainistik und für Forschung, Ukraine-Studien, die Kenntnisse der ukrainischen Sprachen. Und ich glaube, das ist immer noch nicht ganz angekommen, beziehungsweise es ist immer noch die Vorstellung, ja, mit ein bisschen Russisch kann man irgendwie auch zu diesen Themen forschen. Und das stimmt nicht, deshalb ist es ganz wichtig, dass es ein ständiges Angebot gibt, und zwar zu vielen Niveaus und nicht nur, weil momentan an der Viadrina, Olesa Lazarenko, gibt es weiterhin Kurse, aber meistens sind das also Kurse auf ein spezifisches Niveau. Das heißt, Leute haben jetzt zum Beispiel Anfänge gelernt, aber haben keine Möglichkeit, das fortzusetzen. Und soweit ich weiß, gibt es jetzt auch in Berlin keine Möglichkeit, Ukrainisch zu lernen. Also wenn ich mich irre, korrigieren Sie mich bitte. Also ich habe versucht zu recherchieren, habe momentan nichts gefunden. Und ich glaube, das wäre ganz wichtig, dass wir das etablieren, dass diese Möglichkeit einfach immer gibt. Also weil ohne die Kenntnisse ist es schwierig, die Forschung betreiben. Genau, somit komme ich auch mit Blick auf die Zeit, komme ich auch zum Ende. Einfach, ja, wie gesagt, das ist eher so Gedankenskizzen und so einfach angerissen die Sachen. Und zusammenfassend möchte ich einfach sagen, dass es ganz wichtig ist, eben ukrainische Themen immer wieder zu präsentieren im breiteren Kontext und auch ukrainische Geschichte, Kultur, Politikwissenschaften und so weiter auch zur Entschlüsselung der anderen zu benutzen. Und auch das Themenspektrum zu verbreiten und auch andere spannende Themen neben dem Nationalismus und Antisemitismus in der Ukraine ans Tageslicht zu bringen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Božena, auch ganz großartig in der Zeit, sodass wir jetzt Zeit für Fragen haben, wenn es direkte Nachfragen gibt zur Ukrainistik. Wir sind jetzt also im Bereich der Philologie oder Geschichtswissenschaften, der Geisteswissenschaften oder Sozialwissenschaften. Ja, wie machen wir das jetzt? Vielleicht hier, so, ja, hier vorne? Ja, hier. Ach so, ja. Ja. Sie müssten nur ans Mikrofon kommen, damit es für die Internetübertragung hörbar ist. Sie können auch, ich glaube, hier vorne. Fantastisch. Ja, vielen Dank für die interessante Präsentation. Ich bin Historikerin und ich mache ukrainische Geschichte in Deutschland. Und mich würde sehr gerne interessieren, ob es dann eine Idee gibt für so ein Zentrum der ukrainischen Geschichte in Berlin, so ähnlich wie Garvey Studies oder ist es überhaupt möglich ist und wenn es nicht möglich ist, wieso oder warum? Und ja, also, oder was für die wichtigsten Herausforderungen dazu gibt, die Sie vielleicht nennen können. Vielen Dank. Also ich soll direkt antworten, oder? Ja, ja. Božena, am besten. Vielen Dank für die Frage. Also ehrlich gesagt finde ich mich an der Stelle auch fast ein wenig überfragt und hätte mir tatsächlich fast gewünscht, dass es der Lehrstuhlleiter dabei wäre. Aber nichtsdestotrotz sage ich jetzt einfach ein paar meine Gedanken dazu. Erstmal, ich glaube, dass ich persönlich wünsche es mir auch nicht, dass es genau Zentrum der, das habe ich auch versucht in meinem Vortrag klar zu machen, ich bin eigentlich auch viel mehr Historikerin, obwohl durch meinen Background, also gibt es da auch auf jeden Fall auch Kulturwissenschaften dabei. Nichtsdestotrotz finde ich ganz wichtig, dass wir nicht nur über Zentrum der ukrainischen Geschichte sprechen, auch wenn es im Namen unseres Lehrstuhls dabei steht, sondern dass wir versuchen, eben diese Interdisziplinarität zu schaffen. Und ich glaube, das ist auch das, in welche Richtung man arbeiten muss, eben zu zeigen, also wie interdisziplinär das sein kann. Das ist nicht nur Geschichtswissenschaften, das sind Gender Studies, das sind Politikwissenschaften, Theaterwissenschaften, Literaturwissenschaften. Ich glaube, das wäre ganz wichtig, das auszubauen. Und das versuchen wir auch zu machen. Also zum Beispiel, also natürlich, also alles wird mit kleinen Schritten gemacht. Ich glaube, in diesem Semester gibt es zum Beispiel an der Viadrina auch schon ein Modul ukrainische Studien, wo also wir mit unseren Kräften erstmal versuchen, den auszubauen. Das ist alles auch Frage des Personals. Also wir sind kein größerer Lehrstuhl. Wir können nicht alle Themen, die wir gerne denken würden, decken. Einiges versuchen wir über Lehraufträge, über den Austausch, über Stipendien zu decken. Eben über solche Formate, wie ich erzählt habe, Kolloquien. Aber wir hoffen, dass es in der Zukunft so wachsen wird und dass man, und ich weiß nicht, also meinetwegen kann es gerne auch an der Viadrina das Zentrum sein und nicht unbedingt in Berlin. Genau, vielen Dank. Ja, danke, Božena. Gibt es noch weitere Nachfragen? Also es war damals ja war nicht einfach die Einrichtung dieses Lehrstuhls und dass es dann Entangled History hieß, also Verflechtungsgeschichte, war, glaube ich, der Durchbruch. Und also ich kann selber nur eigentlich von meiner Seite nochmal sagen, dass diese Interdisziplinarität wirklich wichtig ist. Also national-ukrainische Studien ist da kein Blumentopf zu gewinnen, aber mit komparatistischen und Verflechtungsansätzen ist aus meiner Sicht der Weg, dann doch die Ukrainistik auszubauen. Božena, ich glaube dann so von der Zeit her, also herzliche Grüße nach bis jetzt in Berdytschew, habe ich das vorher richtig verstanden? Ja, herzliche Grüße in deine Forschungsstadt und auch hoffentlich baldiges Wiedersehen. Also danke nochmal. Ja, ich darf dann Gwendolin Sasse kurz vorstellen. Sie ist seit Oktober 2016 die wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien des ZEUS in Berlin. Seit April 2021 auch Einstein-Professorin für vergleichende Demokratie- und Autoritarismusforschung am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Zuvor war sie Professorin für Comparative Politics im Department of Politics and International Relations und in der Oxford School for Global and Area Studies an der University of Oxford, dort auch Fellow am Nuffield College und sie ist auch Non-Resident Senior Fellow beim Think Tank Carnegie Europe.
Ihr akademischer Werdegang begann mit dem Studium Geschichte, auch Slawistik und Politikwissenschaft an der Universität Hamburg und führte dann zu einem Master of Science und einem PhD in Politikwissenschaft an der London School of Economics. Sie war dann zunächst Assistant Professor an der Central European University, dann Lecturer and Senior Lecturer an der London School of Economics, bevor sie eben 2007 nach Oxford ging, wo sie 2013 auf eine Professur berufen wurde. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute mal wiedersehen nach diesem langen Lockdown. Das ist ja überhaupt für mich auch die erste Präsenzveranstaltung nach langer Zeit und auch letzte Woche meine erste Dienstreise in die Ukraine, erfreulicherweise. Also freue mich, dass das jetzt klappt. Ich freue mich auch sehr, und vielen Dank für die sehr detaillierte Einführung. Ich freue mich auch sehr, es fühlt sich fast komisch an, mal wieder live irgendwo zu sein und Inhalte zu diskutieren. Also ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und in diesem Blog bin ich, soweit ich das sehen kann, der eine wissenschaftliche, inhaltlich wissenschaftliche Input. Und es soll jetzt nicht zu trocken werden, aber ich finde es schön, dass das mit aufgenommen wurde und dass wir überhaupt auch mit sowohl Zeus-Projekten als auch internationalen Kooperationen hiermit vertreten sein dürfen. Und wie Sie vielleicht wissen, ist das Zeus ein sozialwissenschaftliches, interdisziplinäres Institut. Und wir beschäftigen uns in mehreren Projekten mit der Ukraine. Und da kommen politikwissenschaftliche, soziologische, kulturwissenschaftliche, anthropologische, geografische Perspektiven zusammen und sogar, vielleicht etwas untypisch für ein sozialwissenschaftliches Institut, auch theologische Aspekte. Und das, was ich kurz an dem Thema von Identitäten und gesellschaftliches Vertrauen im Wandel verdeutlichen möchte, aus unserer empirischen auch Datensammlung, sind eigentlich zwei Dinge. Also zum einen sehe ich diese Art der Forschung als einen Versuch, sowohl im wissenschaftlichen als auch im öffentlichen Diskurs der doch immer noch recht stereotypenbehafteten Wahrnehmung der Ukraine auch etwas entgegenzusetzen durch empirische Daten, wenn wir an Dinge wie die vermeintliche Ost-West-Spaltung und ethnolinguistische Kriterien in der Ukraine denken. Und ich sehe es auch zweitens als einen Versuch, und das sagt vielleicht auch etwas über mein Verständnis von Ukrainistik und auch Regionalstudien aus, mit dieser Art von Forschung auch dem etwas entgegenzusetzen, dass die Ukraine als, sagen wir mal so, als Fallstudie, wenn wir den sozialwissenschaftlichen Terminus benutzen, doch eher auch als ein Nischenthema in der breiteren Politikwissenschaft oder Soziologie gesehen wird. Wie häufig kommt ein Kommentar von einer angeblich guten sozialwissenschaftlichen Zeitung, die den Beitrag zur Ukraine gar nicht in den Review-Prozess stecken und sagen, das ist ja ein Nischenthema, bitte wenden Sie sich an eine osteuropäisch orientierte Zeitschrift. Und ich glaube, mit dieser Art von Forschung hoffe ich, dass wir auch, also auch inhaltlich, sozialwissenschaftlich durch Datenerhebungen die Ukraine integrieren. Und das ist also eine ganz, in Anführungszeichen, normale Fallstudie wird. Das soll jetzt nicht zu despektierlich klingen, aber diese Integration finde ich wichtig in der Diskussion. Und ich möchte ganz kurz auf ein paar Daten, die wir erhoben haben, in sowohl Zeus-Projekten, aber auch in einem British Academy gesponserten Projekt, das Identity and Borders in Flux, The Case of Ukraine heißt. Und das ist eine Kooperation, die jetzt die Idee, glaube ich, Berlin-Brandenburg etwas überschreitet. Da sind auch Partner aus Großbritannien, den USA, natürlich der Ukraine und Deutschland mit dabei. Und ich glaube, das ist auch noch wieder ein weiterer wichtiger Schritt, um es noch mehr zu normalisieren und zu internationalisieren. Und ich möchte eigentlich auf zwei Krisenmomente schauen und was machen Krisenmomente mit Identitäten. Und das ist in der Ukraine, aber eben auch nicht nur in der Ukraine ein Thema. Und ein Ausgangspunkt dafür ist, dass Krisensituationen Identitäten, Identitätswandel austesten. Oder vielleicht sind das die Momente, wo wir solch einen Wandel auch wirklich, möglichen Wandel erfassen können. Und in der Konfliktforschung generell gehen wir von Polarisierungen aus und auch von Stärkungen von ethnischen Identitäten im Krieg. Und ist die Frage, sehen wir auch solche Tendenzen in der Ukraine? Dafür ist sie ein Beispiel, was wir uns genauer angucken sollten. Aber ich sage schon gleich vorweg, die Daten zeigen einen anderen Trend, was eben, glaube ich, auch sowohl politisch als auch wissenschaftlich interessant ist. Hier geht es also um die Frage von State and Nation Building in einer Kriegssituation in diesem Projekt. Und jetzt sollen Sie auf keinen Fall die ganze Literatur dazu sehen, einfach nur ein bisschen, um auch einzuordnen, wie die Ukraine sehr gut in doch so Mainstream-Debatten passt in den Sozialwissenschaften. Wir sprechen in der Regel heute davon, dass Identitäten soziale Konstrukte sind, aber wenn wir uns überlegen, was das heißt, ist das gar nicht so einfach. Wie weisen wir denn das nach und wann wird da was konstruiert und wann erfassen wir diesen Wandel? Und in der Konfliktforschung
ich komme so von verschiedenen Richtungen her jetzt zum Thema, ist der Fokus nach wie vor sehr stark auf den Ursachen von Krieg und Konflikt und auch auf Polarisierung, weniger auf dem, was ein Krieg dann zur Folge hat. Es gibt aber auch interessante empirische Forschung, gerade über die Balkankriege, die eine andere Tendenz zeigen, die nicht nur auf Polarisierung schließen lässt. Und auch eine sehr etablierte Forschungsliteratur in den Sozialwissenschaften zu dem, was nach dem Krieg kommt, zu State Building, und dass der Fokus sehr stark auf Mangel an Vertrauen, was jetzt nicht genau dasselbe ist wie Polarisierung, aber eigentlich auch die Defizite eines Staates oder das Versuch, einen Staat zusammenzuhalten, hinweist. Hier habe ich einfach nur mal ganz, damit Sie sehen, dass es auch längere Zeit schon zurückgeht, das muss ich Ihnen eigentlich im Raum hier nicht sagen, aber auf sozialwissenschaftlichen Konferenzen muss man das immer wieder sagen, dass das schon sehr lange diskutiert wird, welche Identitäten und sogenannten Cleavages es in der Ukraine gibt, wie die Rolle von Ethnizität, Sprache und insbesondere auch Region ist. Und das hat sich auch in den letzten Jahren noch einmal belebt, das Feld, durch natürlich den Krieg in der Ostukraine. Ups, ich gehe in die falsche Richtung. So, die Daten, die ich ganz kurz an einem Beispiel zeigen möchte, kommen aus Fragen, die wir über das Zeus-Projekt in eine repräsentative Face-to-Face-Interview-basierte Umfrage von KIES in Kiew, das wohl, finde ich, beste Institut für soziologische Umfragen in der Ukraine, durchgeführt haben, zweimal, 2017 und 2018, darüber hinaus auch, aber ich beziehe mich jetzt auf den Moment, wo es uns, glaube ich, geglückt ist, eine Verschiebung zu erfassen. Das Ganze ist national repräsentativ, aber dann auch wieder nicht wirklich, weil es ohne die Krim und ohne die sogenannten Volksrepubliken ist. Ich gehe immer in die falsche Richtung. So, gefragt haben wir nach einer ganzen Reihe von, das ist jetzt hier aggregiert und auch abstrahiert, verschiedene Arten der Identitäten, und die Liste war noch sehr viel länger. Das sind die 2017 und 2018 von ungefähr 2000 Leuten am meisten ausgewählt worden. Und wenn Sie das hier sehen können, 2017 ist in Rot und 2018 in Schwarz. Und das erste ist jetzt hier zusammengeführt aus der Umfrage, was man unter einer ethnischen, ukrainischen Identität fassen könnte. Ich weiß, diese Kategorien sind umstritten und nicht einfach. Das wäre eine längere Diskussion. Wir bemühen uns da auf verschiedene Weise ranzukommen. Und dann sehen Sie vier Kategorien runter in der Liste, ukrainischer Staatsbürger oder Staatsbürgerin zu sein. Also das sind eigentlich so diese klassischen Pole von einer eher ethnischen oder einer Civic Identity auf Staatsbürgerschaft, auf den staatzentrierten Identität. Und was Sie genau sehen, ist, dass und das ist auch statistisch signifikant, obwohl wir nicht genau dieselben Leute in diesen beiden Jahren befragt haben, aber dafür kann man statistisch, das kann man kontrollieren. Und dann sehen wir, dass genau in diesen zwei Jahren sich die Bedeutung hin zu einer eher staatszentrierten Civic Identity, wenn wir das Wort benutzen wollen, verschoben haben. Ich gehe da mal kurz drüber hinweg. Wenn wir da genauer in die statistische Analyse einsteigen, dann sehen wir, dass ukrainische Staatsbürgerschaft als die Hauptidentität, das war die Frage, das habe ich gar nicht gesagt, also man kann natürlich noch mehrere Identitäten angegeben haben, dass eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür gab in der Zentralukraine, in den westlichen Regionen, aber eben das nicht das einzige Kriterium. Sozialer Status spielte eine Rolle, auch Gender und interessanterweise auch, und ich glaube, dem würden wir alle instinktiv, wenn wir uns mit der Ukraine beschäftigen, zustimmen, aber es ist nicht so die Außenwahrnehmung, mono- und bilinguale Identitäten. Ethnische Ukrainer, Ukrainerin zu sein, war eigentlich das einzig statistische, was ich mir nicht ganz erklären kann, Kriterium, was da relevant zu sein schien, ist das auch wieder Gender, das ist Männer bevorzugt gesagt haben. Und bei Ukrainisch als Muttersprache, das habe ich jetzt nicht im Detail gezeigt, waren Faktoren wie Bildung, auch westliche Regionen, Religionen, auch wieder Gender und auf dem Land lebend wichtig. Das überrascht vielleicht auch nicht besonders. So, also was daraus vor allem kommt für mich, ist, dass die Identitäten im Flux sind. Ich sage jetzt auch nicht, dass das ist eben eine Momentaufnahme. Das kann sich verändern, das kann auch wieder hin und her wandern. Aber das ist, glaube ich, ein Moment, wo wir erfassen, was heißt es, dass Identitäten ein soziales Konstrukt sind. Das heißt nicht, die sind nicht real, aber sie sind nicht statisch. Sie können sich verschieben, sie können eine Akzentverschiebung halten. Und damit ist auch die öffentliche Meinung, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt in der Ukraine differenzierter gewesen als die nationale Rhetorik auf der Staatsebene. Jetzt kurz zu dem Kooperationsprojekt, das von der British Academy
gesponsert wird. Da hatten wir uns einmal irgendwann etwas ganz anderes vor Covid, irgendwann, meine Zeithorizonte sind alle sehr verschwommen, etwas anderes vorgestellt. Wir mussten dann umstellen, denn zum Beispiel Face-to-Face-Interviews waren natürlich nicht möglich in den letzten fast 2 Jahren. Und dann haben wir auf telefonbasierte Interviews, die auch wiederum Keys jetzt in dem Omnibus durchführen, sind wir darauf umgestiegen. Und die Frage hier ist wieder in einer ganz anderen Art von Krise, wie inklusiv, exklusiv sind Identitäten während einer Pandemie? Und da gibt es inzwischen auch sozialwissenschaftliche, psychologische, auch andere Forschung zu anderen Ländern, anderen Regionen. Und wir versuchen, die Ukraine dort mit hineinzubringen in die Diskussion. Hat also so eine Krise auch Effekte wieder auf diese verschiedenen Arten der Identitäten, die natürlich hier jetzt wieder etwas stilisiert erscheinen. Die Daten kommen aus 2 Umfragen, April und Oktober 2020, also relativ so die Anfangsphase der Pandemie und dann vielleicht einer der Höhepunkte. Und die Erwartung, unsere Erwartung war, dass wir weiterhin eine Dominanz der staatsbürgerlichen, also staatszentrierten Identität erwartet hätten. Also zum einen sind ja die Kategorien ohnehin ambivalent, wie ich schon sagte. Wir haben gesehen aus anderer Forschung, die wir jetzt hier verknüpfen, dass diese Civic Identity bereits gestärkt war. Dann kommt auch hinzu, Covid-19 betrifft alle Menschen im Staat gleichermaßen und auch global. Und außerdem war die Rhetorik auch der politischen Führung und die Art des Managements in dieser Phase inklusiv. Aber wenn wir haben ein Survey-Experiment eingebaut, also ein Experiment, experimentelles Design, wo wir auch methodologisch, glaube ich, relativ neue Dinge ausprobieren, kann man auch lange argumentieren, wie gut das per Telefon geht. Aber darum ging es um das Priming, also wenn man etwas voranstellt, wenn man die Leute jetzt nicht völlig in die Irre führt, aber sie daran erinnert, dass Covid oder die Pandemie bestimmte Auswirkungen hat oder wir erzählen da keine Lügen, man kann diese Art von Experimenten auf sehr verschiedene, auch ethisch verschiedene Weisen durchführen, aber wenn man sie eher an die Wirtschaft erinnert, eher an ihre persönlichen gesundheitlichen Bedenken in dieser Krise oder die politischen Institutionen oder aber was das für unsere Nation bedeutet. Und wir sind da auf unsere Leute gegangen, um den Begriff Nation zu vermeiden. Und was wir sehen ist, dass zum einen bleibt die staatszentrierte Identität insgesamt die stärkste, aber es verengt sich im Vergleich zu der bei Experimenten der Kontrollgruppe, wenn wir jetzt mal so diese naturwissenschaftliche Wortwahl nehmen, die Kontrollgruppe, die nichts vorher erzählt bekommt von Covid. Im Vergleich dazu sehen wir, dass sich die Definition von was ukrainisch ist, etwas verengt. Also dass im Vergleich, obwohl staatszentrierte Identität die wichtigste insgesamt bleibt, sehen wir doch im Vergleich zur Kontrollgruppe stärkere ethnische Kriterien, die genannt werden. Und auch interessant, auch gerade in der Anfangsphase der Pandemie vielleicht nachvollziehbar, dass auch die ukrainische Identität auf die in der Ukraine ansässigen Menschen stärker reduziert wird, als über die ukrainische Nation viel größer und globaler zu denken. Und über die Zeit, über diese 2 Zeitpunkte hinweg, sehen wir in diesen Daten eine Stärkung wieder dieser Civic Identity, aber dennoch noch weniger, als wenn wir gar nichts von Covid erzählen. Das heißt, die Effekte für diesen Covid-Prime, also für dieses vorangestellte diesen Warnungsreiz, sind generell stärker als für den Prime, wenn wir mit unseren Leuten, unserer Nation anfangen. Und dann ist auch noch ein signifikanter Trend, in der zweiten Welle wurde der noch verstärkt gefunden, dass viele Befragte oder eine signifikante Anzahl alle Elemente, die wir ihnen zur Auswahl geben, ablehnen. Also das zum einen ist nicht mehr so wichtig jetzt, die im Ausland lebenden UkrainerInnen auszuschließen von der Diskussion, aber generell zu sagen, alle diese Kriterien sind nicht so wichtig, was vermutlich darauf schließt, dass andere Prioritäten auch gerade in einer Krise sehr präsent sind. So, also da auch wieder die Zusammenfassung von diesen 2 sehr unterschiedlichen Krisen. Pandemie ist eine ganz andere Art von Krise, aber es scheint, dass es einen anderen Trend gibt, als ich den vorhin für die Kriegssituation dargelegt habe. Hier sehen wir eher
dass die staatsbürgerliche Identität etwas unter Druck kommt oder umdefiniert wird und eine gewisse Hinwendung zu eher ethnokulturellen Identifikationsmustern oder aber auch diese Ablehnung, vielleicht, das wissen wir nicht genau, wie wir es interpretieren müssen, da müssten wir mit Fokusgruppendiskussionen jetzt noch einsteigen, die Frage abzulehnen oder überhaupt verschiedene Kriterien von, was das heißt, ukrainisch zu sein, im Moment weniger relevant zu finden. Und damit höre ich erstmal auf. Funktioniert es jetzt? Ja. Ja, vielen herzlichen Dank. Fragen aus dem Publikum, von Ihnen allen oder aus dem Chat? Bevor Sie sich eine überlegen, würde ich nur noch, wie muss man sich vorstellen, telefonbasierte Umfragen in Omnibussen, das kann ich mir gar nicht so vorstellen. Werden die Leute in Omnibussen angerufen oder wie? Das habe ich mir jetzt, würde mich jetzt wirklich interessieren. Das ist der Begriff, auch nicht nur in der Ukraine angewandt, Omnibus-Umfragen, die regelmäßig kommen. Immer ach so, ich dachte jetzt Omnibus. Das ist der Begriff, den Kies verwendet für die regelmäßig durchgeführt. Ich dachte mir gerade, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Vielleicht sollten wir das mal so machen. Gut, dass ich da nachgefragt habe. Es gibt ja Forschung von Taxis, die man in Taxis durchführt. Also von daher fallen Omnibusse gar nicht so schlecht. Das ist ja spannend. So, gibt es sonst Fragen aus dem Chat? Sehe ich nichts hier ansonsten. Ja, Frau Garschuk. Ja, ist langer Weg zum Mikrofon. Frage zu stellen. Das ist super interessante Daten. Ich hätte zwei Fragen. Erstens, wie weit würden Sie, weil Sie sagen, das ist in der Ukraine durchgeführt, aber es ist sicherlich interessant, ich würde auch sagen, wahrscheinlich die meisten in diesem Sinne, das sind so menschliche Fragen, die in dem Interesse der gesamten Soziologie, oder wo sehen Sie hier Unterschiede, wenn Sie so eine Studie in Deutschland durchführen würden, was würden Sie da erwarten? Das ist die erste Frage. Und zweite, wenn ich schon da stehe, Dankeschön, wäre, man würde denken, in Zeiten jeder Krise geht der Mensch viel mehr in sich selbst und versucht, seine eigenen Grenzen zu sichern. Das bedeutet, die Welt wird viel kleiner. Sieht man das? Kann man das beweisen? Das ist eine Vermutung naheliegend, aber ob das stimmt? Ja, vielen Dank. Also ich habe ähnliche Forschung nicht in Deutschland bisher gemacht, vielleicht sollte ich es tun. Während wir an diesen Daten arbeiten, kommen auch erste Ergebnisse aus ganz verschiedenen Kontexten, und das deckt sich genau mit dem, was Sie auch als größere Vermutung beschrieben haben. Also eigentlich war, ja, wie ich gesagt hatte, unsere Annahme, dass eigentlich vieles dafür spricht, es auch als ein globales Phänomen wahrzunehmen und deshalb also nicht ganz sozusagen enger zu denken oder auch ausgrenzender zu denken. Aber aus verschiedenen Kontexten in Europa, auch darüber hinaus, gibt es inzwischen auch schon die erste Forschung im Detail zu Ausgrenzung von Minderheiten in diesem Kontext, auch Umgang mit Geflüchteten vor Ort. Also diese Tendenz lässt sich, die ich hier, glaube ich, in Ansätzen zeige, gibt es viel extremere Beispiele auch in europäischen Ländern, weiteren anderen europäischen Ländern, EU, aber auch darüber hinaus. Also ich glaube, es ist genau diese These, dass es nicht nur zu Grenzschließungen kam, aber dass das auch, ist auch eigentlich an diese Vorstellung, dass man das Virus aufhalten kann, aber auch damit verbunden oder damit einhergehend, auch dass die eigene Vorstellung zumindest temporär kleiner wird. Für mich war das nicht so, hat sich das nicht von Anfang an als Logik erschlossen, weder in der Ukraine noch woanders, dass das jetzt dass es dann auch wieder als Mechanismus eingesetzt werden kann. Es geht dann auch noch weiter. Ne? Hier für die Ukraine ist es in einem Feld, wo, also und da sehe ich natürlich dann Unterschiede zu Deutschland, nicht, dass es hier nicht auch Diversität gibt, die gibt es natürlich, aber es ist eine andere Art von Diversität. Also ich würde es jetzt auch nicht gleichsetzen, aber ich glaube, den Trend, den wir sehen, der wird jetzt auch empirisch dokumentiert an anderen Orten. Ja, sonst noch Fragen, Anmerkungen im Chat? Sehe ich bislang nichts. Ja, wenn es nicht der Fall ist, dann vielen herzlichen Dank nochmal.
Ja, wir kommen jetzt zu Ljudmila Melnik, die wissenschaftliche Mitarbeiterin und Leiterin des Projekts German-Ukraine Research Networks ist, ein Projekt zur Förderung ukrainischer Denkfabriken bzw. Think Tanks auf Englisch am Institut für Europäische Politik hier in Berlin. Seit 2016 konzipiert und koordiniert sie verschiedene Projekte, die sich explizit an solch ukrainische Think Tanks richten, darunter das Projekt Think Tanks in der Ukraine, Expertise stärken und europäische Zusammenarbeit fördern 2016, sowie die Plattform für Analytik und interkulturelle Kommunikation. Weitere Schwerpunkte ihrer Arbeit sind der Wissenstransfer über aktuelle gesellschaftspolitische Prozesse in beiden Ländern, die Stärkung der Ukraine-Expertise bei deutschen Nachwuchswissenschaftlerinnen und die Vermittlung interkultureller Kompetenzen. Seit 2017 setzt sie die Ukraine Breakfast Debates an ihrem Institut um und ihr neuestes Format ist der Podcast Ukraine Memo, der Interviews und Hintergrundgespräche sowie Analysen aktueller politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen in der Ukraine bietet. Also sie hat einen Master in Übersetzen mit Schwerpunkt Konsekutiv- und Simultandolmetschen sowie interkulturelle und transkulturelle Studien von der Johannes Gutenberg Universität Mainz und hat ursprünglich an der Lesja Ukrainka Universität in Lutsk in Wolinien studiert. Herzlich willkommen, Ljudmila. Schön, dass wir uns mal wiedersehen in diesem Zusammenhang. Vielen Dank, Herr Wöhle, hätte ich gewusst, dass Sie das alles vorlesen würden, hätte ich weniger geschrieben über mich. mein Name ist Ljudmila Melnik, ich arbeite am Institut für Europäische Politik hier in Berlin. Wir positionieren uns auch als Think Tank und ich werde auch darauf eingehen, was wir unter Think Tanks verstehen. Wie auch der Name bereits verrät, als Institut für Europäische Politik oder in erster Linie steht für uns die Erforschung der europäischen Prozesse in den europäischen Ländern, in der EU, aber auch wir haben Projekte in den Ländern der östlichen Partnerschaft, darunter auch in der Ukraine. Herr Wöhl hat bereits eigentlich die Palette unserer Projekte vorgestellt. Das sind die Projekte, die eigentlich sehr explizit mit Think Tanks beschäftigen, seit 2016. Und wir versuchen, die Zusammenarbeit zwischen deutschen und ukrainischen... Nur einen Moment. Das bitte. Ah ja. Jetzt. Wir versuchen... Ja. Die Ziele, die wir verfolgen, sind Förderung der Zusammenarbeit zwischen deutschen und ukrainischen Thinktanks, Dialog und Wissenstransfer, Stärkung der Expertise in den Bereichen Policy-Analyse, aber auch Stärkung der Osteuropa-Kompetenz. Ich glaube, für viele, die hier anwesend sind, ist das auch kein Geheimnis, dass seit 2015 und 2014 haben wir in Deutschland sehr stark uns damit, oder wir haben seit dieser Zeit haben wir uns damit beschäftigt, wie können wir die Osteuropa-Kompetenz in Deutschland stärken. Aber gleichzeitig, was ich sagen möchte, in unseren Projekten geht es nicht nur um die Osteuropa-Kompetenz hier in Deutschland. Ich muss sagen, wir wissen auch wenig über Deutschland in der Ukraine. Und durch unsere Frühstücksgespräche, wir haben hier, da sehen Sie, Deutschland-Frühstücksgespräche in Kiew. Seit 2020 versuchen wir auch unsere bilaterale Zusammenarbeit und auch deutsch-ukrainische Beziehungen zu besprechen. Und man merkt eigentlich den Mangel auch an der Expertise über Deutschland in der Ukraine. Und wir haben bereits seit 2017 über 21 Frühstücksgespräche hier in Berlin durchgeführt. Ich muss auch sagen, Covid hat war eine große Herausforderung auch für uns. Und wir hoffen sehr, dass wir im Oktober jetzt endlich mit einem Offline-Event, mit einem Offline-Frühstücksgespräch zu den 30 Jahren der Ukraine starten können. Wir in unserer Arbeit fördern wir auch die Zusammenarbeit an Forschungsprojekten. Wir sind davon überzeugt, dass wir voneinander sehr viel lernen können. Und das erfolgt dann, wenn wir wirklich aktiv an bestimmten Projekten oder Forschungen zusammenarbeiten. Und was ich vielleicht noch sagen möchte, was für uns auch wichtig ist, die Methodenschulungen in der Ukraine. Das ist, ich glaube, für Deutschland ist es so nicht so relevant, aber
Mit Blick auf den ukrainischen Kontext ist es unglaublich wichtig, Policy-Analyse in der Ukraine zu forschen, zu fördern, aber auch wissenschaftliche Methoden. Das, was, wo wir in Deutschland, wir sind da sehr gut genug, sage ich so. Und in der Ukraine sehen wir einen großen Bedarf. Und internationale Förderer fördern sehr oft Projektmanagement-Workshops und. Oder wie man Akquise macht, Fundraising. Aber wir haben wirklich zu wenig Methodenschulungen im Bereich Sozialwissenschaften. In meinem Vortrag heute möchte ich nicht mehr so auf die Projekte, vielleicht nur ganz kurz, habe noch vergessen, all unsere Projekte werden vom Auswärtigen Amt finanziert. Unsere Partner sind New Europe Center in Kiew, Ilko Kutscherev Democratic Initiative Foundation und ThinkTwice UA. In meinem Vortrag möchte ich jetzt ganz kurz auf folgende Punkte eingehen. Was sind eigentlich Thinktanks? Auch einen Überblick über die Entwicklung der ukrainischen Thinktank-Landschaft geben, über Herausforderungen und Defizite bei ukrainischen und deutschen Thinktanks sprechen und wo ich auch Möglichkeiten sehe, wo wir zusammenarbeiten können und voneinander eigentlich profitieren können. Es gibt verschiedene Definitionen von Thinktanks. Ich neige dazu, zu diesen zwei Definitionen. Thinktanks are public policy research analysis and engagement institutions that generate policy-oriented research, analysis and advice on domestic and international issues that enables policymakers and public to make informed decisions about public policy issues. Und dann haben wir noch eine andere Definition von einer Kollegin, die auch hier anwesend ist. Thinktanks as an organization conduct policy research and strives to use it to influence policy process. Eigentlich, kurz gefasst auf Deutsch, praxisorientierte Forschung ist wichtig für Thinktanks. Die Zusammenarbeit an der Schnittstelle zwischen Politik und Gesellschaft ist auch ein besonderes Merkmal von Thinktanks. Wenn wir über die Ukraine sprechen, dann können wir von drei Generationen von Thinktanks sprechen. Die ersten sind in den 90er Jahren entstanden. Meistens, die waren so staatliche Institutionen mit Beraterfunktion. Es gab auch nicht staatliche Gründungen von Aktivisten und viele wurden auch von internationalen Geldgebern gefördert. Was auch wichtig war für diese Zeit, dass Thinktanks durch so ein gewisses loyales Verhalten gegenüber den internationalen Geldgebern hatten. Die zweite Generation unterscheidet sich nur dadurch, dass es mehr Abgrenzung zum Staat zu spüren ist, oder wir haben so Watchdog-Thinktanks. Es gibt mehr Themen, mit denen sich die Thinktanks beschäftigen, und einen Schub hatte auch die Orange Revolution gegeben. Viele Thinktanks haben eigentlich daran sehr an der Orange Revolution auch teilgenommen und dazu beigetragen, dass man über die Falsifications sozusagen mehr erfahren hat. Und die ersten Wahlbefragungen, ich habe jetzt den Namen jetzt vergessen, Exit Polls wurden eigentlich in dem Zeitraum durchgeführt und von Ilko Kutscherev Democratic Initiative Foundation. Die dritte Generation, und das ist das, was wir eigentlich jetzt erleben, aber begann seit 2012. Wir merken, dass viele Thinktanks sich für bestimmte Ideen einsetzen und sie so für Advocacy, sozusagen mehr Advocacy-Komponente in ihrer Arbeit haben. Nach der Revolution der Würde merken wir auch, dass Thinktanks mehr mit dem Staat zusammenarbeiten und versuchen, die politische Agenda zu beeinflussen. Und Netzwerke von Thinktanks, die werden dann mehr spürbar. Man sieht die schon, was vorher nicht der Fall war. Viele von uns kennen zum Beispiel Reanimation Package of Reforms, das eigentlich über 80 Institutionen vereint. Und das primäre Ziel ist auch, die Gesetzentwürfe auszuarbeiten und die Demokratie in der Ukraine zu stärken. Oder auch nach diesem Zeitraum wurde auch Ukraine Think Tank Liaison Office in Brüssel gegründet und auch hat zum Ziel, die Forschung ukrainischer Thinktanks in den europäischen Raum zu integrieren. Der Einfluss von Thinktanks, ich glaube, von solch einem Einfluss könnte man vielleicht auch in Deutschland
was ich von deutschen Kollegen weiß, auch träumen, weil man arbeitet nicht direkt an Gesetzentwürfen oder an Koalitionsabkommen. Aber hier ist ganz so ein typisches Beispiel von einem Think Tank. We often get requests to analyze certain laws and amendments to the Constitution. In 2014, we took an active part in preparing a program for the coalition. Now a conception of foreign policy will be prepared. We will advance our vision and approaches there. Think Tanks sind wirklich bereits in die Legislative eingebunden. Und was wir auch aus den heutigen, aus dem Jahr 21, was ich von meinen Kollegen höre aus der Ukraine, dass sie auch einen gewissen Einfluss sogar auf die Reden von Präsidenten nehmen können. Interessanter Aspekt ist für mich persönlich nämlich die Zusammenarbeit zwischen Thinktanks und internationalen Donors. Und hier gibt es, ich würde eher so auf die Schwierigkeiten angehen. Einer davon ist, dass zu wenig institutionelle Förderung vorhanden ist oder nur sozusagen projektfinanziert wird. There is enough money for current activities, but not enough for projects that are tied to development. For example, to make our own new media resources, to start podcasts or something else that world does. Donors never gave money, especially for office space and equipment, and this should be changed. There is a critical shortage of money for English language translations. Und ich denke, wenn wir schon auch versuchen, sozusagen die ukrainische Zivilgesellschaft an Europa oder an die Europäische Union zu binden, müssen wir auch solche Momente auch unterstützen. Very often when we talk about some project, the donor says, I do not need a PR work for project, for example, and I understood donors, they do not need it, but we must cover this activity because we want to boast. Or the donor says, we cannot give money for the office in Kyiv because we have monitoring activities in the regions. Manchmal, ich glaube, wenn wir bei der ersten Generation sozusagen diese weniger Kritik an Donors gab, dann merken wir jetzt, dass die Kritik da ist. Was ich aber betonen möchte, diese Kritik ist unter Experten, aber die wurde noch nicht so nach außen gebracht und es gab bis heute gar keine konstruktiven Gespräche, die man ein bisschen die Situation ändern kann. Wir haben 2016 und wir sind jetzt dabei, diese Infografik zu aktualisieren, aber Sie können hier dann erkennen, dass die meisten Thinktanks in Kyiv befinden. Allerdings jetzt nur so subjektiv gesehen merken wir auch, dass viele neue Institutionen aus Thinktanks in den Regionen der Ukraine entstehen. Herausforderungen und Defizite. Erste, das ist fehlende öffentliche Finanzierung von Thinktanks in der Ukraine. Wir kennen das in Deutschland gar nicht, würde ich sagen. Wir haben auch vom Bund oder von Ländern oder von einzelnen Ministerien auch Möglichkeiten, ein Forschungsprojekt finanziert zu bekommen. In der Ukraine ist das nicht der Fall. Wenn es sogar zu solchen Kooperationen kommt, dann hat man sehr viele bürokratische Probleme und man verzichtet auf solche Kooperationen. Abhängigkeit von internationalen Geldgebern und das zeichnet sich durch thematische Eingrenzung, aber was ich noch dramatischer sozusagen finde, weil thematische Abgrenzung kennen wir auch hier in Deutschland, dass man von Anfang an in die Methodologie eingreift und Thinktanks eigentlich nicht als Ideenorte fördert, sondern eher als Implementierer. Mangelnde institutionelle Förderung. Es gab ein großes Programm von der Renaissance Foundation und Schweden und da wurde explizit institutionelle Förderung vorgesehen, aber ansonsten ist das ein großes Problem. Dann Konkurrenz um Expertinnen. Insbesondere ist das in den Regionen zu spüren, wenn zum Beispiel große Programme dann entstehen. Von der Europäischen Union zum Beispiel, dann verlassen die meisten ihre Organisation und sagen, wir wollen lieber bei einem internationalen Donor arbeiten. Und dann entsteht sozusagen diese Konkurrenz zwischen Geldgebern und auch zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und wissenschaftliche Methode als Schwachstelle, ich glaube, für einige könnte das als provokant klingen, insbesondere wenn wir
heute hatten wir sehr viel über Mathe gehört, das ist was anderes und ich glaube Physik auch. Aber wenn wir über Sozialwissenschaften in der Ukraine sprechen, dann ist es ein großes Problem. Was positiv ist, dass dies bereits, dass Diskussionen darüber seit 2017 geführt werden und dass man heute wirklich versucht, eigene Forschung zu verbessern und externe Experten als wissenschaftliche Berater einzubeziehen. Man wird dessen richtig jetzt bewusst. Wenn wir jetzt über deutsche Thinktanks sprechen, hat mir hier eine Studie gefallen, die bezieht sich allerdings nur auf Thinktanks, die sich mit der Außenpolitik beschäftigen. Aber wir hatten 2018 auch Interviews unter deutschen Thinktanks durchgeführt und ich habe nur die Momente herausgenommen, wo wir sozusagen der gleichen Meinung waren. Mangel an innovativen Formaten und zu wissenschaftlich, ich glaube, das ist ein großer Unterschied mit Blick im Vergleich zu den ukrainischen Thinktanks. In der Ukraine kommuniziert man mehr mit Gesellschaft und das führt dazu, dass man viel, viel mehr interaktive Formate benutzt. In verschiedene Infografiken und, weil man die Gesellschaft als Zielpublikum betrachtet und nicht Experten oder Politiker, für die würde man auch anders schreiben. Mangel der Internationalisierung, dass wir doch unter uns sind und sehr stark und bei unseren Debatten fokussieren wir auf die deutsche Perspektive. Thematische Defizite, das ist, ich glaube, wenn wir über die Regionen sprechen, dann fehlen auch thematische verschiedene Themen. Und die Gesellschaft, wie gesagt, nicht als Zielgruppe wird wahrgenommen. Zurückhaltender Auftritt in den sozialen Medien. Und hier wurde aus dieser Studie habe ich dann eine Infografik genommen, die hat mich sehr beeindruckt, auch einfach im Vergleich zu anderen Thinktanks und wie sie in den sozialen Medien unterwegs sind. Aber hier nur ein Beispiel als im sozialen Medien Twitter und man merkt, dass man da noch zurückhaltender ist. Wo ich Möglichkeiten zur Kooperation sehe, das ist in erster Linie Stärkung der regionalen Expertise, aber das können wir nur dann machen, wenn wir gemeinsame Forschungsprojekte fördern und ich bin fest davon überzeugt, die Osteuropa-Kompetenz können wir alleine hier nicht gründen oder neu erfinden. Durch intentionale Projekte wäre das möglich, auch mit Blick auf die Ukraine. Wenn wir auch über die Dezentralisierung sprechen, können wir die Ergebnisse in unseren Diskurs einspeisen lassen und es ist viel, viel leichter, als neue Institutionen bei uns zu erfinden. Austauschprogramme tragen auch dazu bei und institutionalisierte Partnerschaften, weil wir schon, wie ich glaube bei Ihnen auch, sehr viel im Rahmen einzelner Projekte arbeiten und bestimmte sogar Maßnahmen durch einzelne Projekte einfach versuchen immer zu haben, obwohl einzelne Formate könnten schon alleine ohne Projekte leben. Und Wissenstransfer, ich bin davon überzeugt, dass wir von ukrainischen Thinktanks im Bereich Kommunikation sehr viel lernen können. Das sind soziale Medien, hybride Veranstaltungen. Diejenigen, die sich mit der Ukraine jetzt auskennen, wissen, wie hybride Veranstaltungen und auf welchem Niveau sie organisiert werden, weil wir, für mich persönlich ist das die dritte Offline-Veranstaltung in der Ukraine, finden hybride Veranstaltungen bereits seit mehreren Monaten statt und man merkt, dass neue Tools und vieles interaktiv gemacht wird und sehr schön gemacht wird. Wissenschaftliche Methode, das ist eine einfach unglaubliche Stärke im Bereich Sozialwissenschaften in Deutschland und wenn man gemeinsame Projekte fördern würde oder Schulungen veranstalten würde, da könnte man sehr viel von dieser Kooperation profitieren. Und auch Organisationskultur. Ich glaube, in Deutschland ist es diese Identität, Organisation ist sehr stark ausgeprägt, meine subjektive Meinung. In der Ukraine sind wir eher Individualisten und diese Organisationskultur könnte gefördert werden und ich glaube, hier könnten wir auch voneinander sehr viel lernen. Was die Geldgeber anders machen könnten, das sind offener den neuen Ideen gegenüber zu sein und keine Angst zu haben, dass Geld einfach verschwinden kann sozusagen, auf Risiko eingehen und neue Ideen fördern. Flexible Förderung gestalten, das hat Budgetanpassungen im Laufe
des Projektzeitraums sollen auch möglich sein, dass wir nicht im Voraus 2 Jahre dann planen und dann immer nur daran uns halten. Dann sind wir als Thinktanks gar nicht flexibel, was eigentlich unsere Rolle sein soll. Und das soll auch uns ermöglichen, nicht im Voraus Themen zu planen, sondern ein paar Themen offener zu gestalten. Institutionelle Förderung, aber zum Beispiel Personalfortbildungen, organisatorische Entwicklung muss auch solche Förderung berücksichtigen. Stärkung internationaler Netzwerke, das betrifft, wie gesagt, sowohl auch die Ukraine als auch Deutschland, und Förderung interkultureller Kompetenz. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir manchmal einfach zu wenig übereinander wissen und sehr stark aus unserer eigenen Kultur die anderen wahrnehmen. Und die Ukraine und die ukrainische Kultur und deutsche Kultur, das sind zwar manchmal so verschiedene Polen. Und einfach, man muss dessen bewusst sein, wo auch wie wir sind, wie die anderen sind und wo mögliche Konflikte entstehen können. In unserer Arbeit versuchen wir auch, das zu berücksichtigen. Und ich würde mich freuen, wenn das weiterhin sozusagen noch stärker im Fokus sein wird. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Ludmilla. Gibt es Fragen hier aus dem Hörsaal oder aus dem Chat? Chat sehe ich bislang noch nichts zu Think Tanks. Spannende Ausführung. Ja, also wir sehen uns ansonsten auch noch draußen dann beim Café. Also wir können einfach dann nachfragen. Ja, Matthias? Matthias Richter? Die Frage war, ich sage es kurz noch für den Chat, für das Internet, welche der Thinktanks sich mit Erinnerungskulturen beschäftigen? Nee, so spontan kann ich jetzt den Namen nicht sagen, aber ich kann für Sie recherchieren. Ja, vielen herzlichen Dank. Nochmal. Dankeschön. Dann kommen wir zu Anka Bergmann, die Professorin an der Humboldt-Universität zu Berlin ist und dort den Lehrstuhl für Russischdidaktik leitet. Sie war von 2016 bis 20 Direktorin des Instituts für Slawistik und Ungarnkunde, hat ihr Diplom in russischer Sprache und Literatur an der Moskauer Staatlichen Pädagogischen Universität erlangt. Divinia Legendi für slawische Sprachwissenschaft 2005 an der Universität Greifswald zum Thema Binomina im Russischen als Kategorie der komplexen Benennung. Die Promotion war im Jahre 1914 zu Merkmalzuschreibung Texten, Grundlagen und Sprachvermittlung ihrer Konstituierung. Anka Bergmann hat sich in den letzten Jahren vor allem mit sprach- und bildungspolitischen Fragen, dem Unterricht von Russisch als Fremd- und Herkunftssprache, der Entwicklung beruflicher Kompetenzen bei Lehramtsstudierenden und der curricularen Weiterentwicklung der Slawistik beschäftigt. Sie leitet, ist auch seit 2014 die Vorsitzende des Vereins Russisch und Mehrsprachigkeit. Und wir freuen uns jetzt heute auf die ukrainische Komponente des Ganzen. Herzlich willkommen. Okay. Ja, vielen Dank für diese freundliche Einführung und ich freue mich auch sehr, hier auf dem Podium zu stehen und live zu sprechen. Die Erfahrung online haben wir, glaube ich, alle zur Genüge gehabt in der letzten Zeit. Ja, ich glaube, mein Bezug ist hier auch schon so angeklungen. Ich bin zu leise. Ja, das wird vielleicht ein bisschen. Okay, geht es jetzt besser? Schalt etwas mehr. Alles klar. Also mein Hauptgebiet ist die russische Sprache, aber auch die russische Sprache in der Mehrsprachigkeit, in der mehrsprachigen Gesellschaft. Und das war ursprünglich auch der Ausgangspunkt für das Interesse hier und den Blick auf das Ukrainische. Und ich wurde gebeten, heute einen kleinen Überblick zu geben zu Aspekten des Ukrainischlernens in Deutschland. Ich habe das so formuliert, Aspekte der Institutionalisierung, weil ich glaube, das ist das, was uns vor allem interessiert. Wie sieht es im institutionellen Bereich aus? Nicht so sehr gibt es einzelne Menschen, die hier Interesse haben, Ukrainisch zu lernen, und auch noch mit einem kleinen Blick auf Zertifikatsprüfungen, Unizert, kommt da nicht ganz so viel vor. Aber schauen wir mal.
ja, 30 Jahre Unabhängigkeit der Ukraine, das stand ja hier auch in der Einladung und das ist so das Dach des Programms. Das sind auch 30 Jahre Staatssprache der Republik Ukraine. Und das ist eben ein wichtiger Aspekt, wenn wir den Blick darauf richten, warum oder warum entsteht denn überhaupt gesellschaftliches Interesse hier in Deutschland am Erlernen der ukrainischen Sprache. Und das möchte ich auch vorweg schicken. Es geht um das gesellschaftliche Interesse eben am Erlernen dieser Sprache und nicht um die individuelle Ebene. Zum Status so ein kleiner Überblick. Ich möchte das gar nicht weiter ausführen. Das ist Ihnen alles bekannt. Eine Staatssprache ist immer in erster Linie auch Symbol und Instrument staatlicher Identität. Was das Ukrainische angeht, so beobachten wir hier auch in den letzten 30 Jahren einen gezielten Ausbau eben der Standardsprache und die Erweiterung der Funktionsbereiche des Ukrainischen, also das eben auch hier wichtig für den Blick von außen. Der kommunikative Wert einer Sprache, so wird das in der Soziolinguistik gehandelt, bemisst sich über die Sprecherzahlen ganz wesentlich. Da hat das Ukrainische ein großes Potenzial, das momentan hier aber noch auch gar nicht so richtig zum Tragen kommt. Frau Sasse hatte auch schon ein paar Aspekte genannt, die auch immer mit Sprache verbunden sind. Darüber, wie definiert sich jemand eigentlich als ethnischer Ukrainer, als ukrainischer Sprecher, das ist also ein ganz komplexer Fragen, ein komplexes Problem. Und da habe ich Ihnen hier mal einige Zahlen mitgebracht aus der Forschungsinitiative Ukrainian Regionalism. Mit dem Hinweis allerdings, dass natürlich die Zahlenlage sehr schwierig ist. Das ist, glaube ich, auch klar. Darauf wurde in einigen Publikationen der letzten Jahre auch immer wieder hingewiesen. Aber hier eben die Beobachtung, dass 2015 59,8% der Befragten ukrainisch als ihre Muttersprache angaben. Ich habe die Zahlen hier andersrum angeordnet, Entschuldigung. 24,1% der Befragten außerdem ukrainisch und russisch als ihre Muttersprachen angeben. Der ukrainisch-russische Bilingualismus ist also ein Phänomen in der ukrainischen Gesellschaft, das durchaus auch mit neutralen Positionen hier bedacht wird. Also auch das zeigen diese Zahlen. Wer sich da mehr dafür interessiert, den verweise ich auf die Internetseite des Forschungsprojekts. Während die Zahl derjenigen, die Russisch als ihre Muttersprache angaben, zurückgegangen ist und bemerkenswert ist dann auch noch ein Umstand oder ein Ergebnis dieser Befragung. Es wurde auch nach dem Grund für die Angabe des Ukrainischen als Muttersprache gefragt und hier gab es eben wesentlich häufiger die Angabe, dass es die Sprache des Landes ist, während nur, jetzt muss ich mal schauen, ob ich die Zahl hier habe, bei den Ukrainisch-Sprechern gaben 46,2% 2015 an, dass das Ukrainische eben ihre Muttersprache sei, weil es die Sprache ihres Landes ist, während nur 35,1% der Befragten das Ukrainische auch als die Sprache ihrer Eltern benannten. Also es ist nicht in jedem Fall die Sprache, mit der man zu Hause groß geworden ist, die Sprache der Eltern. Insofern, also auch in der Soziolinguistik wird ja auch in der Spracherwerbsforschung übrigens wird zunehmend darauf hingewiesen, dass Muttersprache ein schwieriger Begriff ist, der eben hier jedenfalls in solchen Untersuchungen mit Vorsicht zu genießen ist. So, wie sieht es jetzt im Bereich des Sprachlerninteresses aus, beziehungsweise auch in dem Bereich des gesellschaftlichen Bedarfs an Ukrainisch-Kenntnissen? Das ist ein Bereich, der sich stark entwickelt mit der Intensivierung oder mit dem Grad der Intensität politischer und wirtschaftlicher Beziehungen zwischen bestimmten Ländern. Ich denke, dass wir beobachten können momentan, dass sich das Sprachlerninteresse, und ich habe das in Klammern gesetzt, vielleicht noch weniger aus wirtschaftlichen Interessen speist, sondern vor allem auf der Zuschreibung symbolischer Bedeutung beruht. Auch dazu ist es sehr schwierig, Zahlen zu erlangen. Das Forschungsprojekt, auf das ich hier verweise, hat 2015 auch darauf geschaut, was die Sprache der Wirtschaft und des Handels in der Ukraine selbst ist
Und hier war es noch so, dass eben im Land das Ukrainische dominiert, während in der Kommunikation mit Ausländern doch ein recht hoher Prozentsatz angegeben wurde noch der Kommunikation, die auf Russisch abläuft. Das sind sehr dynamische Prozesse, die natürlich auch davon abhängen, wie viel ukrainische Kompetenz es überhaupt gibt außerhalb der Ukraine in diesen Bereichen Wirtschaft, Handel und Politik. Auf das akademische Interesse komme ich dann auch gleich nochmal zu sprechen. Es gibt zwei Tendenzen, auf die ich verweisen möchte, die wichtig sind für die Entwicklung solcher Konstellationen. Das ist zum einen die Tendenz der sprachlichen Anpassung an die Sprache der Kunden und Wirtschaftspartner, die ist hier für das Ukrainische nicht untersucht, aber für andere Sprachen. Und es hat sich gezeigt, dass eben Englisch nicht mehr oder dass Englisch natürlich die Lingua Franca ist, die die Kommunikation dominiert, dass es aber in den Unternehmen Bestrebungen und Bemühungen gibt und auch Investitionen in die Sprache der Kunden und der Wirtschaftspartner, weil das hier auch wirtschaftliche Vorteile verspricht. Eine zweite Tendenz ist die der Umwandlung von Sprachkenntnissen aus einem rein symbolischen in ökonomisches Kapital im Sinne von Bourdieu. Annetta Pavlenko hat das beispielsweise für das Russische untersucht und damit ist gemeint, dass Sprachenkenntnisse zunehmend als Wirtschaftsfaktor gelten und sich für Unternehmen durchaus auszahlen auf der Ebene des Gewinns, aber für den Einzelnen eben auch in einer Verbesserung der Karriereoption oder in Form von höheren Einkommen, wenn man eben mehr Sprachenkenntnisse nachweisen kann. Das sind also Tendenzen, die hier weiter zu beobachten sind und die sicherlich auch das Interesse für das ukrainische Lernen beeinflussen werden. Ein Faktor, der hier in Deutschland zum Tragen kommt, ist, dass Ukrainisch natürlich auch eine Sprache der Migration ist. Die Zahl, die ich hier in der Literatur gefunden habe, bezieht sich auf 2010, 240.000 Menschen, die in der Ukraine geboren sind und in Deutschland leben und ein Interesse daran haben, ihre Herkunftssprache zu pflegen und sie auch sicherlich in der Familie weiterzugeben, die Interesse daran haben, dass die Kinder diese Herkunftssprache lernen. Und hier, auch hier ist es sehr, sehr schwierig mit Zahlen. Momentan ist es aber so, dass wir in Deutschland, selbst dort, wo sehr intensiv Herkunftssprachenunterricht im staatlichen Bildungssystem angeboten wird, wir keine ukrainischen Angebote haben. Ich komme darauf in diesem Zusammenhang nochmal zurück, also Sprachlernangebote, wie ist der aktuelle Stand? Und das gliedern wir in der Betrachtung in den formalen, also institutionalisierten Bereich. Damit sind staatliche Bildungsstrukturen gemeint, die auch über Lehrpläne, über Curricula verfügen, die über Mittel zur die über eine Lehrerausbildung verfügen, über Mittel eben für Kursangebote. Im Bereich dieses formalen Lernens gibt es im Primar- und Sekundarbereich derzeit in Deutschland keine Angebote und sehr wenig Möglichkeiten zum Erlernen der ukrainischen Sprache im tertiären Bereich, vor allem in der Slawistik, in slawistischen Instituten oder in Sprachenzentren der Hochschulen. Dazu habe ich noch mal einen kleinen Überblick gleich auf der nächsten Folie. Es gibt wenige Angebote auch im Bereich der Volkshochschulen. Das hat sich in den erfahrungsgemäß dort konzentriert, wo auch eine Community ist, wo Interesse signalisiert wird. Also München war beispielsweise schon immer so ein Zentrum, in dem an der Volkshochschule auch Kursangebote organisiert wurden, aus diesen Aktivitäten dann auch Lehrmaterialien entstanden sind. Hier in diesem Bereich. Die hauptsächlichen Angebote finden wir im nicht formalen Bereich. Das ist begrifflich so gefasst, dass es hier keine institutionalisierten Angebote im Bildungsbereich, also in staatlichen Schulen beispielsweise gibt, aber trotzdem es Angebote sind, die über organisatorische Formen verfügen, wie beispielsweise Sommerschulen, Austauschprogramme und Jugendseminare, die auch mit Komponenten verbunden sind zum Sprachenlernen. Das ist also eine Ebene, die sehr stark verknüpft ist oder eine Verknüpfung aufweist zwischen Sprachenlernen, interkultureller Begegnung und Wissenstransfer in die Gesellschaft. Zum Ukrainischen als Herkunftssprache habe ich schon ganz kurz was gesagt. Wir haben insgesamt in Deutschland momentan eine Situation, dass Herkunftssprachenunterricht im Zusammenhang mit Mehrsprachigkeitskonzepten sehr stark entwickelt wird im Bildungssystem, vor allem im Primarbereich,
Auch in Berlin gibt es zunehmend Angebote. Momentan ist aber das Ukrainische eben nicht vertreten, auch nicht in NRW und in Hamburg, die eigentlich die Bundesländer sind mit den am besten organisierten Angeboten und auch mit staatlichen Lehrplänen für Herkunftssprachenunterricht. Hier sind also vor allem private Initiativen gefragt für den Unterricht, die auch ein sehr wichtiger Beitrag sein können für die Mehrsprachigkeit in der Gesellschaft. Ich hatte schon kurz darauf verwiesen, der eigentliche Impulsgeber zum Sprachenlernen ist in Deutschland der akademische Bereich, und ich habe mich sehr gefreut, dass Herr Wöll am Anfang gesagt hat, er hält es für sehr, sehr wichtig, eben von diesen Area Studies ein bisschen, vielleicht nicht abzurücken, aber zumindest das zu ergänzen um die Komponente des Sprachenlernens, dass wir also diese Komponente nicht ausklammern können. In Deutschland gibt es eine sehr lange Forschungstradition zu Fragen der ukrainischen Sprache, Literatur und Kultur, aber die Frage ist eben immer, inwieweit ist das auch damit verbunden, dass Sprachenlernen organisiert wird. Momentan sind Sprachkurse sind Sprachkurse, also diese Angebote, tatsächlich meistens Zusatzangebote an slawistischen Instituten. Sie finden manchmal im Rahmen von Sommer- und Winterschulen statt. Das ist dann auch das große Problem, weil alles zeitlich und regional begrenzt ist. Es hängt oft mit Forschungsinteressen einzelner Lehrstuhlinhaber zusammen, ob hier etwas organisiert wird. Wenn dann Kurse stattfinden, dann haben wir die Situation, die jetzt nicht negativ zu bewerten ist. Es ist einfach eine Herausforderung auch, dass wir sehr heterogene Lerngruppen haben. Hier kommen Interessenten aus verschiedenen Studiengängen zusammen, manchmal auch Gasthörer. Oft ist das ein organisatorisches Problem, weil gar nicht geklärt ist, wie alle Interessenten einen Zugang genau zu diesen Angeboten haben. Also manchmal bewegt sich da einiges so in der Grauzone, wer jetzt die Seminare nutzen kann oder nicht. Wichtig, also ein Resultat ist, dass es keine systematische Curriculumsentwicklung gibt, weil es eben auch keine kontinuierlichen personellen Ressourcen gibt. Und darum können auch diese Angebote oftmals gar nicht in der Studienordnung verankert werden. Ja, Ukrainisch kann nicht Studiengangssprache sein, wenn es nicht an dem entsprechenden Institut eine Person gibt, die in der Struktur eine Stelle hat und damit auch dauerhaft ein Angebot, ein Sprachlernangebot gewährleisten kann. Wenn ich sage, ich habe für 2 Semester einen Lehrauftrag, dann kann ich das nicht in die Studienordnung schreiben. Möglichkeiten sind Gastlektorate. Wir haben das in Berlin an der Humboldt-Universität für Slowakisch und Bulgarisch beispielsweise so abgesichert, sodass diese Sprachen auch regelmäßig angeboten werden können. Für das Ukrainische gibt es das hier aber leider auch noch nicht. Bedarf und Perspektiven resultieren aus dieser Situation. Und ich habe hier mal zusammengestellt, das sind ja basiert auf Recherchen aus dem Jahr von Ende 2017, die wir in den letzten Tagen noch mal aktualisiert haben. Es ist immer sehr schwierig, weil manchmal gibt es auch irgendeinen Kurs, der im Internet nicht abgebildet ist. Also wenn da irgendwas fehlt, bin ich für Hinweise auch dankbar. Ich habe mich aber gerade vergewissert, dass in Frankfurt oder beispielsweise momentan gerade auch gar kein Kurs läuft, steht aber hier noch mit Sprachkurs drin. Also wie gesagt, das ist so eine Situation, die sich auch schnell wieder verändert. Ja, und wie Sie sehen aus diesem Überblick, ist es eben auch so, das hängt mit der Struktur der Slawistik in Deutschland insgesamt zusammen, dass es manchmal Angebote gibt am Slawistischen Institut in Verknüpfung, also mit dem slawistischen Studiengang. Manchmal werden diese Angebote auch von den Sprachenzentren der Hochschulen gemacht. Das ist eben lokal unterschiedlich. Also hier eine sehr diverse Situation. In Gießen entwickelt sich das gerade ein bisschen, da hat sich das verändert gegenüber 2017. Hier kann man also so einen Bereich Ukrainistik sowohl im Bachelor- als auch im Masterbereich studieren. Das war 2017 noch nicht so. Das ist der einzige Punkt, wo ich eine Veränderung gerade feststellen konnte. Soweit zum Sprachenlernen. Also das akademische, also vielleicht das noch als Abschluss, das akademische Interesse hatte Herr Wöll auch schon formuliert eigentlich. Ja, wir erforschen eine Region, wir erforschen die Literatur, die Kultur dieser Region in den Slawisten. Wir bilden unsere Studierenden dafür aus. Und es ist wünschenswert, damit zu verbinden, dass es auch Möglichkeiten gibt, eben die ukrainische Sprache hier in diesem Bereich zu lernen. Ich wurde gebeten, einiges zu sagen zum Zertifikatsystem oder zur Möglichkeit, Zertifikate zu entwickeln. Zertifikate
sind, jetzt rutscht mir das hier weg, ja vor allem ein sprachenpolitisches Instrument, wenn ich das aus der Perspektive des Landes sehe, dass also hier Zertifikatsysteme für die eigene Sprache entwickelt und in die Welt trägt, die Möglichkeit gibt, dass hier solche Prüfungen abgelegt werden. Und auch das ist ein Bereich, der sich aktuell gerade sehr stark entwickelt. Erst seit diesem Jahr gibt es in der Ukraine eine nationale Kommission für Standards der Staatssprache. Wenn ich die Information richtig habe, hat sie am 19. Juli ihre Arbeit aufgenommen. Also insofern ist das wirklich eine junge Entwicklung. Das ist ein wichtiger Schritt dahin, dass ein Zertifikatsystem zuverlässig funktioniert und auch anerkannt wird von außen und hier eine solche Funktion eben ausübt. Die nationale Kommission führt Examen in zwei Bereichen durch. Also zum einen wird das Ukrainische als Staatssprache gefordert. Es gibt Examen für alle Staatsbediensteten. Wie die genau aussehen, dürfen Sie mich jetzt nicht genauer fragen. Das habe ich noch nicht die Möglichkeit gehabt, mich damit zu beschäftigen und das zu recherchieren. Was für meinen Bereich der Fremdsprachendidaktik immer interessanter ist, das sind eigentlich die Examen für Ukrainisch als Fremdsprache. Die werden in diesem Bereich auf dem Level B1 angeboten, weil das die Niveaustufe ist, die man nachweisen muss, um die ukrainische Staatsangehörigkeit zu erlangen. Sie können aber auch von allen interessierten Sprachenlernern abgelegt werden. 2020 ist eine Kollektivmonographie erschienen zu den Niveaustufen für Ukrainisch als Fremdsprache. Also das ist ja im Prinzip auch eine sehr junge Disziplin, die sich hier damit beschäftigt, wie kann eigentlich das Ukrainische als Fremdsprache gelehrt, gelernt und zertifiziert werden. Es gibt in Lviv einen Masterstudiengang, der gerade wieder neue Studienanfänger begrüßt hat, Ukrainisch als Fremdsprache, quasi wir würden sagen im Lehramt. Und das ist auch die Kooperationserfahrung meines Fachgebiets. Wir haben also mit der Lemberger Universität gemeinsam hier angefangen, Unterrichtspraktika anzubieten für diese Masterstudierenden Ukrainisch als Fremdsprache, die in zwei Jahren, 2016 und 2017 war das. Danach hatten wir dann eine Unterbrechung, auch weil der Studiengang gerade nicht so gut funktionierte in Lemberg, also da plötzlich auch wieder Veränderungen eintraten. Studierende sind zu uns nach Berlin an die Humboldt-Universität gekommen und haben dann also einen Ukrainisch-Kurs quasi als ihr Unterrichtspraktikum angeboten, der didaktisch begleitet wurde. Dadurch hatten wir die Möglichkeit, hier ein Angebot für unsere Studierenden zu schaffen, und 2019 haben wir diese Möglichkeit dann nochmal genutzt und haben auch Prüfungen zum Zertifikat der Lemberger Universität angeboten auf den Niveaustufen B1 und B2. Hier haben also einige Studierende auch diese Prüfung abgelegt. Also wie gesagt, die Materialien sind mittlerweile dort für alle Niveaustufen entwickelt. Und ich denke, das ist auch eine Perspektive, die wir im Blick haben müssen, dass wir also durch akademische Kooperationen Möglichkeiten für Studierende in Deutschland schaffen können, solche Zertifikatsprüfungen abzulegen. Sie können das natürlich auch über unsere Kooperationspartner im Rahmen von Sommerschulen sich vorbereiten und sich dann für eine Prüfung anmelden. Aber vielleicht ist Ihnen das aus anderen Bereichen bewusst. Diese Zertifikatsprüfungen sind natürlich auch immer mit einem hohen organisatorischen Aufwand verbunden und mit vielen formalen Anforderungen, die man beachten muss. Und das ist etwas, was wir eben tatsächlich sehr gut nur in der Kooperation bewältigen können. Und ein Nebeneffekt, der quasi daraus entstanden ist, das Beispiel möchte ich Ihnen berichten. Interesse gibt es natürlich auch über den akademischen Bereich hinaus. Zertifikatsprüfungen sind gerade für Herkunftssprachenlerner eine interessante Perspektive und sind gefragt, um Sprachkenntnisse nachzuweisen. Und die Direktorin der Samstagsschule Sonce Doloniach in Frankfurt am Main hat ihren Sohn begleitet, der bei uns an der Humboldt-Universität seine Zertifikatsprüfung abgenommen hat. Sie hat sich sehr dafür interessiert, wie die ganzen organisatorischen Rahmenbedingungen sind, und hat dann sehr intensiv eine Kooperation mit Lemberg angestrebt. Im Ergebnis dessen haben 2020 also die ersten 9 Absolventen in Frankfurt am Main, also Absolventen dieser Samstagsschule, erfolgreich ihre Examen auf den Niveaustufen B1 und B2 abgelegt. Also das ist ein Bereich, der sich hier
entwickelt und in dem Zertifikatsprüfungen ja wirklich ein Anreiz sind für das Lernen. Das ist für andere Sprachen auch empirisch nachgewiesen, dass das wirklich Motivation für das Sprachenlernen auslösen kann. Sie hatten UniZert angesprochen. UniZert ist ja ein Angebot, das sich vor allem an die Studierenden richtet. Und ich denke, das wäre eine lohnende Perspektive. Momentan können wir aber da noch nicht von so viel Aktivitäten berichten, was ja auch damit zusammenhängt, dass wir so wenig ukrainische Angebote an den Hochschulen haben. Ja, soweit ein kleiner Überblick zum Sprachenlernen. Vielen herzlichen Dank. Gibt es Fragen direkt hier aus dem Hörsaal? Ja, ich würde vielleicht noch kurz auf dem Weg zum Mikrofon von Stefania Ptaschnik, die ich noch aus dem Greifswalder Ukrainikum kenne, aus dem Chat hier, ich grüße auch herzlich persönlich, eine kleine Ergänzung vorlesen. Auch an der Universität Heidelberg kann man seit einigen Semestern Ukrainisch lernen, und zwar im zentralen Sprachlabor, immerhin mit 2 Stufen. Also ein kleiner Gruß aus Heidelberg zur Aufnahmeintervalle und Stefania, herzliche Grüße nach Heidelberg. Jetzt glaube ich, können wir am Oksana am Mikrofon weitermachen. Mikrofon ist, glaube ich, nicht an. Entschuldigung. Ich wollte nur als kleine Bemerkung noch, in 2017, als Jahr der ukrainischen Sprache in Deutschland war und deutsche Sprache in der Ukraine, haben unsere Gesellschaft mitorganisiert einen Workshop ukrainische Sprache. Es war so in deutschsprachigem Raum von so Sonntagsschulen bis Universitäten. Und da hatte ich eine Lehrerin aus Sachsen, aus Dresden kennengelernt, die eigentlich hat geschafft, da Ukrainisch richtig als Herkunftssprache anerkannt zu kriegen. Und das war für mich einfach so interessant. Sie meinte, das ist auch noch so ein Bereich, weil zum Beispiel Migrantenkinder in höherem Alter nach Deutschland kommen und dann für Gymnasium zweite Fremdsprache brauchen und können nicht plötzlich irgendwie noch Französisch lernen, weil die hatten schon Englisch gelernt oder so und Deutsch sind für die, dann diese Anerkennung ukrainische in Deutschland gilt dann als zweite Fremdsprache und das ist dann noch ein so Bereich, der Anreiz schaffen wird und ich finde diese Initiative da von Sonntagsschulen, eventuell, weil wir haben so ein größeres Netzwerk, dass man das ein bisschen institutionalisiert, das wäre eine sehr gute Initiative, dass dann Kinder richtig ein formelles Zertifikat kriegen. Aber als Frage, Entschuldigung, wollte ich staatliche Unterstützung. Ich hatte mal gehört, dass zum Beispiel Slowenien, die viel weniger slowenischsprachige Menschen hat, schafft als Staat Lektoren an deutschen Universitäten zu bezahlen, dass da Slowenisch angeboten wird. Und falls das so ist, wenn Sie das wissen, möglicherweise könnte auch so eine Botschaft jetzt, wir haben ein paar Repräsentanten hier, an ukrainischer Staat sein, dass eigentlich Staat sollte solche Initiativen unterstützen und zwar mit Geld. Ja. Ja, vielen Dank für diese Hinweise. Ich möchte zu beiden Sachen ganz kurz was sagen. Also, und fangen mit dem Letzten an. Wir haben als Institut für Slawistik schon viele Verhandlungen mit der ukrainischen Botschaft geführt. Sehr intensiv nochmal im Jahr 2017. Da gab es ja mehrere Veranstaltungen. Bis jetzt sind die leider nicht von Erfolg gekrönt. Und zu dem, was Sie aus Sachsen berichtet haben, ich kenne dieses Beispiel auch, also vielen Dank für den Hinweis. Es ist so, dass es in 4 Bundesländern in Deutschland diese staatlichen Lehrpläne für Herkunftssprachenunterricht gibt. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um solche Angebote an den Schulen zu organisieren. Trotzdem finden sie eben oft nur statt. Also das Kultusministerium kommt nicht und sagt, wollt ihr mal, sondern sie sind sehr von auch persönlichem Engagement abhängig. In Sachsen gibt es die Möglichkeit tatsächlich schon länger, jedenfalls auf dem Papier, Herkunftssprachen auch als zweite Fremdsprache anzuerkennen. Das ist auch ein Bereich, der sich in Deutschland gerade sehr stark entwickelt. Es gibt eine Initiative beim Rat für Migration unter der Fragestellung, sind 3 Sprachen genug fürs Abitur?
Und hinter dieser Initiative steht vor allem das Bestreben, die Herkunftssprachen so zu stärken, dass sie tatsächlich als zweite Fremdsprachen anerkannt werden und dass Schülerinnen und Schüler nicht benachteiligt werden, wenn sie eben mit einer Familiensprache kommen und dann vielleicht zusätzlich zur Bildungssprache Deutsch auch gleich noch zwei weitere Fremdsprachen nämlich nachweisen müssen im Gymnasium und dann daran möglicherweise scheitern. Diese Initiative finden Sie auf der Webseite des Rates für Migration, wer sich dafür interessiert. Nächste Woche gibt es beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Fremdsprachenforschung eine Podiumsdiskussion, die die Bedingungen weiter verhandelt. Also das ist wirklich eine sehr aktuelle Diskussion. Und ja, insofern hoffen wir sehr, dass es mehr Möglichkeiten gibt. Und insofern sind solche Netzwerke wie Ihres und solche Vereine auch ein sehr wichtiger Akteur auf der gesellschaftlichen Ebene, der solchen Bedarf formulieren muss, auch im Rahmen von Veranstaltungen und an die Bildungspolitik transportieren. Denn es gibt für viele Sprachen Angebote in den Schulen und wenn der Bedarf da ist, dann für Ukrainisch auch. Da bietet uns auch die Digitalisierung neue Möglichkeiten, weil dann Schulen besser zusammenarbeiten können, um die Mindestgruppengrößen zu gewährleisten. Ja, vielen Dank. Frau Garaschuk ist, glaube ich, nächste. Genau, interessanten Beitrag. Die Hälfte meiner Frage ist schon gerade über die Bühne gegangen. Ich knüpfe sofort an diese 2017 und an dieses Treffen damals zum Tag der ukrainischen Sprache in Deutschland. Dann haben wir alle voneinander gelernt und das war offensichtlich das, was Sie heute auch so klein bisschen wiederholt haben, dass es eigentlich so ein rundes Problem ist. Umso mehr Interessenten gäbe es, desto mehr Studiengänge gäbe es an unterschiedlichen Universitäten und so weiter und so fort. Und wir haben auch heute von Frau Kosakiewicz gehört, dass man tatsächlich Forschung zu was auch immer einem Gebiet nur in Sprache dieses Gebietes sinnvoll gestalten kann. Wir haben von Frau Melnik gehört, dass im Prinzip wir denken über andere, dass sie so sind, wie wir sind, aber die sind das nicht. Und aus allen diesen Gründen ist die Frage, weil als Sie gesagt haben, es gibt so wenig Möglichkeiten, Ukrainisch zu lernen, dachte ich, in jeder deutschen Stadt mittlerweile gibt es eine Samstagsschule, in der eigentlich bis zu, und ich dachte an diesen Beispiel, und ich freue mich, dass Sie ihn auch kennen, bis zu B1, B2-Zertifikat eigentlich unterrichtet wird. Und jetzt ist die Frage, wäre es nicht interessant für die Ukrainisten, ein klein bisschen so in den Feld zu gehen und zu sagen, Leute, hier seid ihr und ihr seid doch nicht wenig, weil wirklich jetzt kann man wirklich halt auf die Karte zeigen und überall gibt es. Und wir sind interessiert an euch als Studierenden der Zukunft, dass man diese Verbindung, diese Verknüpfung ein bisschen stärkt. Ja. Jetzt zu den Samstagsschulen. Ja, ich habe Ihre Frage verstanden. Das ist eine aktuelle Frage für die deutsche Slawistik. Die deutsche Slawistik kämpft wie viele geisteswissenschaftliche Studiengänge mit zurückgehenden Studierendenzahlen. Das ist auch ein komplexes Phänomen, da kann man nicht an einem Punkt die Ursache finden. Also manche sprechen ja von der Krise der Geisteswissenschaften, manche nur von der Krise der Slawistik. Man muss auch ein bisschen auf die Strukturen schauen, die natürlich in den letzten Jahren oder man kann schon fast sagen Jahrzehnten systematisch verringert wurden. Also die Slawistik in Deutschland ist ganz schön geschrumpft und jedes einzelne Institut ist auch noch geschrumpft und wir beobachten ja eine Tendenz, dass, also wir haben diese klassische Teilung in Ost-West-Süd-Slawistik, davon sind Ost und West auf dieser Ebene die stärkeren Bereiche und wir beobachten, wenn wir uns die Stellenbesetzungen anschauen der letzten Jahre, ja, einen deutlichen Schwerpunkt im ostslawischen Bereich auf Russisch und im westslawischen Bereich auf Polnisch. Das sind die starken Sprachen, die starken Bereiche. Und da sind wir in Berlin, wir nennen uns mit Stolz immer noch eine Vollslawistik, auch nach der letzten Kürzungsrunde. Es ist sehr schwierig, das zu erhalten. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich in meiner Zeit als Institutsdirektorin auch eine Runde hatte, wir mussten 8% des Personals kürzen. Da geht nicht sofort jemand, aber dann werden eben Stellenanteile nicht wieder besetzt. Und der laufende Betrieb und die Studiengänge müssen auch weiter bedient werden. Insofern, da hat das Ukrainische einen ganz schwierigen Stand. Und insofern, wenn Sie, ich habe so ein ganz bisschen geschmunzelt, als Sie gesagt haben, die Ukrainisten hätten Interesse.
wir haben so wenig personelle Ressourcen, die müssten dann wiederum über Drittmittel erstmal eingeworben werden. Und das ist sicherlich ein Bereich, da kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Wir haben aber nicht die Ukrainisten, die jetzt sagen, okay, die Samstagsschulen sind für uns das Potenzial. Auf der anderen Seite müssen sich alle slawistischen Institute darum bemühen, Nachwuchs zu generieren und ihr Studium attraktiv zu machen und Interessenten zu finden. Und da sind sicherlich die Samstagsschulen ein ganz lohnender Ansprechpartner. Ja, sonst noch weitere Fragen? Chat? Ist nichts aufgeregt. Ja, dann vielen herzlichen Dank. Ja, wir kommen jetzt zu Alexander Kratochwil, der seit August diesen Jahres Projektleiter zur transkarpatischen Literatur an der Tschechischen Akademie der Wissenschaften in Prag ist und generell freier Übersetzer für Tschechisch, Slowakisch und Ukrainisch, lebt in Berlin also jetzt projektbedingt, aber ist er jetzt auch sehr häufig in Prag. Er hat von 1987 bis 1993 Slawistik, Ethnologie und Germanistik an den Universitäten München, Freiburg, Brno und Lviv studiert. Schloss sein Studium der Slawistik und der osteuropäischen Geschichte in Freiburg 1993 mit dem Master und dann mit dem Dr. Phil zu Mykolaj Viljovy, eine Studie zu Leben und Werk, ab. Habilitierte sich dann zur ukrainischen und tschechischen Prosaschrift im Kontext der Postmoderne an der Freien Ukrainischen Universität in München und ist seit 2017 Gastdozent der Slawistik an der HU Berlin, war auch Lehrbeauftragter an der Westböhmischen Universität Pilsen und in Greifswald, dann im Exzellenzcluster Kulturelle Grundlagen der Integration der Universität Konstanz, Fellow am GWZO in Leipzig, Lehrstuhlvertreter an der LMU München, koordinierte ein Dachprojekt, also ein Projekt des Österreichischen Forschungsfonds, des Schweizer Nationalfonds und der DFG, Region, Nation and Beyond, von der Universität St. Gallen, wo wir damals auch gemeinsam waren. Ich möchte noch kurz seine Monographie erwähnen, Aufbruch und Rückkehr, ukrainische und tschechische Prosa im Zeichen der Postmoderne, 2013 erschienen, und sein neues Buch, Posttraumatisches Erzählen, Trauma, Literatur und Erinnerung, ganz spannend, also von Joachim Topper aus Teufelswerkstatt über Serhii Jardan. Und erwähnen möchte ich auch noch die Übersetzung von Oksana Sabuschkos Museum der vergessenen Geheimnisse, inzwischen auch schon 2010 erschienen. Also herzlich willkommen. So, vielen Dank für die freundliche Vorstellung, vielen Dank auch für die Einladung, und auch ich kann mich anschließen den Vorrednerinnen, dass ich auch mal wieder froh bin, offline nach der langen Online-Phase zu sein. Das ist schon gar nicht mehr gewohnt. So. ja, ich spreche zum Übersetzen sozusagen jetzt zum Abschluss. Der Begriff des Übersetzens findet sich heute in Kontexten, in denen man ihn vor einigen Jahren nicht vermutet hätte, im Zuge der Ausweitung des Kulturbegriffs über die Künste auf vielfältige weitere gesellschaftliche und historische Phänomene hinaus ist auch Übersetzung eine veritable, multifunktional verwendbare Metapher geworden, und so redet man inzwischen schon länger auch von einem Translational Turn, also ein Turn, einer der vielen Drehungen und Wendungen der Kulturwissenschaft. Jedenfalls wird nicht erst seit dem allseits bekannten Film Lost in Translation der Blick auf Aspekte und Zusammenhänge von Übersetzungsprozessen, Übersetzungskontexten und nicht zuletzt auch den Übersetzern gelenkt, eben Aspekten, denen bisher kaum Aufmerksamkeit zuteil wurde. Und mit was möchte ich Ihre Aufmerksamkeit jetzt in den nächsten Minuten fesseln, hoffentlich, zumindest auf mich ziehen? Also was erwartet Sie? Eben übersetzen, folgende Punkte, die ich kurz ansprechen möchte: Übersetzen als Metapher, übersetzen eben als Technik der Vermittlung, auch übersetzen als Prozess, eben als Nachdenken, Reflexion über die Bedingungen und das Potenzial des Übersetzens, und dann eben Literaturübersetzung als Kommunikation zwischen Kulturen, dann im Hinblick auf das Ukrainische auch Bedeutung und Funktion des Übersetzens in imperialen, kulturell-hierarchischen Konstellationen, und daraus auch etwas die Schlussfolgerung, die Arbeit des Übersetzers war und ist auch immer politisch.
eben im Zusammenhang mit Aspekten kultureller Kolonisierung in der Übersetzungspraxis oder Aspekten kultureller, wenn man das so nennen möchte, Aufklärungsarbeit in der Übersetzungspraxis. Am Beispiel von Frau Horbatsch. Gut, also mit der Metapher des Übersetzens werden unterschiedliche Praktiken und Konzepte veranschaulicht, die mit Phänomenen kultureller Differenzen im Rahmen der Internationalisierung und Globalisierung, mit postkolonialen Konstellationen, mit grenzüberschreitenden Kontaktzonen und der Herausbildung supranationaler Gebilde wie der EU zusammenhängen. Der Fokus verschiebt sich dabei von Problemen der sprachlichen Kommunikation zur interkulturellen Kommunikation und macht so aus Übersetzen kulturelles Übersetzen. Während die Linguistik das Übersetzen im weitesten Sinne als Umkodierungsprozess innerhalb zweier Sprachen versteht, geht es aus kulturwissenschaftlicher Perspektive um die Einbettung des Übersetzens in gesellschaftliche und kulturelle Kontexte. Diese kulturelle Einbettung findet sich analog natürlich auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, so zum Beispiel eben mit dem, im Umgang mit der Vergangenheit, deren Vermittlung zunehmend auch durch politische und gesellschaftliche Interessen bedingt ist. Dieses Interesse für die Vergangenheit wird im Rahmen einer häufig national geprägten Erinnerungskultur gepflegt, die identitätsstiftend wirken soll. Dabei spielen gerade auch Übersetzungen und Schriftsysteme eine besondere Rolle. Man denke nur an die Bibelübersetzung von Luther für Deutschland oder, um ein aktuelles Beispiel jetzt anzuführen, die jüngst wieder aufgeflammte Debatte um die Kyrillica oder die Einführung des lateinischen Schriftsystems in der Ukraine, eben zur Schreibung, Wiedergabe des Ukrainischen. Kurz und gut, also dass auch das Schriftsystem ist eben zutiefst mit dem kulturellen Gedächtnis verknüpft, verankert darin, allein schon deshalb, wenn man eben an die Bibel denkt oder an die Vermittlung der nationalen Klassiker, dass man das liest, lesen kann. Wie man sieht, kann man zu Recht behaupten, dass Übersetzen in zweifacher Hinsicht wichtig ist, nämlich einmal als Technik der Vermittlung sprachlicher und kultureller Zusammenhänge und andererseits als ein Nachdenken über die Bedingungen und das Potenzial des Übersetzens selbst. Ich möchte im Folgenden jetzt anhand zweier Szenarien die soziokulturelle Vermittlung des Übersetzens ukrainischer Literatur kurz aufzeigen und veranschaulichen, eben an Übersetzungen aus der DDR und der Bundesrepublik aus den 1950er bis 1980er Jahren. Die Besonderheit von Literatur liegt im Zusammenspiel von Form, Inhalt, sprachlichen Kontexten sowie außersprachlichen Elementen, Konstellationen. Und aufgrund dieser Spezifik transportiert jede Literaturübersetzung auch immer kulturelle und soziale Aspekte. Literaturübersetzung ist somit eine Kommunikation zwischen Kulturen und Gesellschaften. Die Übersetzervereinigung International Federation of Translators spezifiziert noch weiter, und ich zitiere hier: "That translation has established itself as a permanent, universal and necessary activity in the world of today, that by making intellectual and material exchanges possible among nations, it enriches their life and contributes to a better understanding amongst men." Gegenwärtige Übersetzungen werden somit gerne als kulturelle Grenzüberschreitungen interpretiert, während in diachroner Perspektive auf die Literaturen Mittel- und Osteuropas Übersetzungen als Teil der Sprachentwicklung und somit auch der Nationsbildung verstanden werden. Gerade die ukrainische Literatur hat in dieser Hinsicht eine lange Tradition, die mit äußeren politisch-historischen Faktoren der Sprachentwicklung verknüpft sind. Hier gehören die verschiedenen Restriktionen des Gebrauchs der ukrainischen Sprache im öffentlichen Bereich und im Buchdruck seit dem 18. Jahrhundert, sowohl im Russischen Reich als auch im Habsburger Imperium, die alle die Entwicklung der ukrainischen Literatur bis etwa Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts behinderten. Die Übersetzung von literarischen Werken, damals die einzige Art von Text, die auch übersetzt werden durfte,
wurde damit zum Experimentierfeld für den stilistischen und lexikalischen Ausbau des Ukrainischen. Es ist in diesem Zusammenhang eigentlich auch nicht verwunderlich, dass das Initialwerk der neueren ukrainischen Literatur vom Ende des 18. Jahrhunderts eigentlich eine typisch, wie man so schön sagt, untreue und schöne Übersetzung ist, nämlich Iwan Kotlerewskis Aeneis Travestie von 1798. Vor dem Hintergrund der Bedeutung und Funktion des Übersetzens in imperialen, kulturell-hierarchischen Konstellationen wird die Arbeit des Übersetzers zunehmend politisch. Übersetzen bedeutet im Fall des Ukrainischen nicht nur Sprache und Kultur, sondern auch Politik. Und Übersetzungspolitik wurde spätestens dann zu Sowjetzeiten massiv betrieben. Die vielfachen Formen der sozialen und kulturellen Kolonisierung der ukrainischen Kultur und Gesellschaft betrifft auch die Außendarstellung des Ukrainischen, der ukrainischen Sprache und Literatur. Damit komme ich zum ersten Szenario, was ich vorher gesprochen hatte. Die multinationale Sowjetliteratur ging als kulturpolitischer Export in die sogenannten Ostblockstaaten und so wurden zahlreiche Texte der ukrainischen Literatur für die DDR ins Deutsche übersetzt. Dabei spielte häufig die Auswahl nach zeitgenehmen ideologischen Kriterien eine wichtige Rolle. Und genau. Sie sehen hier ein Band von 1963. Ich will hier nur darauf hinweisen, auf Taras Schewtschenko darf natürlich nicht fehlen. Und die Auswahl ist, ich wollte jetzt unten eigentlich das zeigen, funktioniert das nicht? Ganz oben, okay. Ups. Jetzt, Entschuldigung. Ja, okay, also hier unten, und um den Satz geht, seine in Russisch geschriebene Erzählung Der Sträfling entstand 1845 und wurde von Marianne Langweilert ins Deutsche übertragen, also der letzte Satz. Ja, Tücken der Technik, tut mir leid. Das sind ja hier gar nicht so. Entschuldigung. Falsche Folie, also jetzt nochmal der letzte. Hier geht es mir eigentlich aber nur darum, um die Auswahl letztlich des Textes von Schewtschenko für die erste repräsentative Anthologie ukrainischer Literatur im deutschsprachigen Raum in der DDR wurde ein Text gewählt, der auf Russisch verfasst wurde von Schewtschenko. Natürlich dann der Titel Sträfling ist dann entsprechend mit dem sozialen Setting auch ideologisch natürlich konform. Es wurde nicht etwas aus der ukrainischen, eine Dichtung ein Text verwendet, der irgendetwas Ukrainisches jetzt eher thematisieren würde, charakteristisch wäre dafür. Die ukrainische Literatur insgesamt wurde häufig eben auch nicht aus den ukrainischen Originalen, sondern aus den russischen Übersetzungen, und zwar nicht übersetzt, wie es also schön heißt, sondern besorgt, steht tatsächlich dann da. Das war die nächste Folie. Bei Janowski sehen Sie das zum Beispiel unten, der letzte Satz, die deutsche Übersetzung besorgte. Und es gab natürlich, damit ich jetzt hier nicht einseitig bin oder etwas vergesse, es gab natürlich auch Ausnahmen. Ich möchte nicht sagen, dass das nur die Ausnahme ist, die die Regel bestätigt, aber es gab natürlich auch Übersetzungen direkt aus dem Ukrainischen, aber das waren tatsächlich eher, es war die Minderheit. Wir haben hier noch andere Beispiele, die ich Ihnen jetzt hier noch kurz zeigen will. Ein anderes repräsentatives Werk eines ukrainischen Klassikers, eben von Michailo Kozybinski, auf welche Art dann immer auf die Übersetzungen hingewiesen wurde. Da steht dann einfach aus dem Russischen übersetzt und dann kommen die verschiedenen Namen. Oder aber ein Autor wie Vassil Stefanik, der in seiner Sprache sehr kompliziert ist, viele Dialektismen, heute auch nicht mehr verwendete sprachliche Ausdrücke benutzt.
Konstruktionen verwendet. Hier steht dann eben aus dem Ukrainischen ins Russische übersetzt und dann aus dem Russischen übersetzt von. Also es wird zumindest wird es transparent gemacht, aber es ist dennoch natürlich eine etwas seltsame Praxis, übersetzerische. Oder noch ein anderes Beispiel, auch so ein Sowjetklassiker über den Zweiten Weltkrieg, wo dann schon überhaupt nicht mehr vom Ukrainischen überhaupt nichts mehr steht im Hinblick auf die Übersetzung, sondern da ist es einfach aus dem Russischen übersetzt. Und unten steht auch die Erstveröffentlichungen, ist interessant, eben da ist es dann in die Sowjetliteratur. Also es wird schon in diesen Rahmen gleich eingeordnet. Dass es auch anders ging in den sozialistischen Bruderländern, zeigt zum Beispiel die tschechische oder tschechoslowakische Praxis. Ich habe da nur ein Beispiel, das von 1958, Marko Wovčok. Dort wurde aus dem Ukrainischen übersetzt, wie Sie sehen. Ja. Gut. Werke eben nicht nur ukrainischer, sondern überhaupt nicht russischer Autoren wurden im Falle der DDR häufig zuerst ins Russische übersetzt. Bei der Übersetzung oftmals ideologisch adaptiert und dann in der Übertragung ins Deutsche abermals, wenn nötig, mit entsprechenden ideologischen Akzenten versehen oder entsprechend den Zensurvorschriften verändert. Ukrainisch hatte somit in DDR-Übersetzungen keine sprachliche, kulturelle oder soziale Bedeutung. Es war eben bestenfalls ein Hinweis auf die Herkunftsregion der Literatur. Maria Iwanitska meint wohl zu Recht in ihrer Monographie Osobistes Perekladacha v niemetskich-ukrainskich literaturi vzajemni nach, also zu den Übersetzerpersönlichkeiten im deutsch-ukrainisch-literarischen Kontext von 2015, dass die Übersetzer daher kaum einen Bezug zur ukrainischen Kultur hatten. Sie waren in ihrer Wahl von Werken und Autoren beschränkt und über eine innere Beziehung zur ukrainischen Sprache und Kultur lässt sich bei ihnen eher nicht sprechen. Das Ukrainische kam nicht vor, weder als Ausgangssprache des übersetzten Textes noch als eigenständige Literatursprache respektive vollwertige eigene Literatur. Die Rezeption ukrainischer Autoren erfolgte als Lektüre einer regionalen Variante der sowjetischen Literatur. Diese Praxis ist natürlich in mehrfacher Hinsicht höchst zweifelhaft. Abgesehen von den politischen Implikationen brachte die ukrainisch-russischen Übersetzung deutliche Verluste, wie jede Übersetzung natürlich im gewissen Sinn ein Verlustgeschäft ist. Ich selbst kann dazu sagen, vor 2 Jahren leitete ich ein Seminar zum Literaturübersetzen. Wir hatten uns dort von Valerian Pidmohilny den Roman Die Stadt, Misto, ausgesucht, auch aus dem Grund, weil es Paralleltexte dazu gibt. Es gibt eine russische Übersetzung und es gibt eine englische philologische Übersetzung. Und deshalb war das eben, hat sich angeboten, weil man auf andere Übersetzungen zurückgreifen konnte, auch für einen Übersetzungsvergleich das heranziehen konnte bei schwierigen, unverständlichen Stellen und eben für das Verständnis gerade die englische Übersetzung durchaus hilfreich war. Die Abweichungen bei der russischen Übersetzung waren frappant, auffällig und betrafen eben oft ideologische Aspekte, die selbst eben für das politisch und sozial relativ noch freizügige Klima der 20er Jahre auffällig waren. Ich habe Ihnen hier das ukrainische Original, den Anfang des Romans direkt und die russische Übersetzung, die nur ein Jahr später, also 1929, nach dem ukrainischen Original erschienen ist. Was gleich hier am Anfang auffällt, ist eben, dass beide Eingangszitate einfach weggelassen wurden, einmal eben das Talmud-Zitat und dann das von Anatole France, Thais, was ein religiöses Theaterstück ist, ein Drama ist. Und wir können da vielleicht nachher gerne noch drüber reden, ich kann da ein bisschen mehr dazu erzählen. Es ist sicherlich nicht zufällig, dass diese beiden
Zitate weggefallen sind, die aber für den Roman als Auftakt für die Interpretation und das Verständnis des Romans durchaus eine Schlüsselfunktion haben, weil in dem ganzen Roman geht es eben um diese Ambivalenz von Vernunft und Trieb, von Ratio eben und Instinkt, von ja, all diesen, dieser Zerrissenheit des Menschen. Aber zurück jetzt zum Übersetzen. Mit dieser sowjetischen Praxis des Übersetzens wurde die ukrainische Sprache und Kultur für die Außendarstellung quasi unsichtbar und ukrainische Autoren gehörten zur Sowjetkultur und sonst nichts. Das wirkt eben bis heute nach und da kann man vielleicht auch einen Anschluss finden an das, was vorher gesagt wurde, ein bisschen mit der Stellung des Ukrainischen innerhalb der Slawistik. Auch diese Außenwirkung wirkt bis heute negativ nach, dass es im Grunde genommen nicht existent ist, dass es unsichtbar ist für viele Länder, also die ukrainische Literatur und Kultur ist für viele Länder Mittel- und Westeuropas eigentlich unsichtbar. Ich möchte aber jetzt, wo ich langsam zum Ende komme, nicht mit dem Unsichtbaren enden, sondern mit etwas bisschen Erfreulicherem, sondern damit, wie das Ukrainische, die ukrainische Literatur auch sichtbar gemacht wurde, von den 50er bis Anfang der 2000er Jahre. Und das wäre auch das zweite Szenario und in gewissem Sinn ein positives Beispiel. Soziokultureller Beziehungen und Vermittlungen deutsch-ukrainischer Art. Und das sind die Übersetzungen aus dem Ukrainischen in der Bundesrepublik Deutschland, wo eine wesentliche Akteurin eben bis Anfang der 2000er Jahre Anja Halja Horbatsch war. In den 90er Jahren dann noch mit ihrem Verlag Brodina. Und man kann, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, mit der Tätigkeit, der übersetzerischen Tätigkeit von Frau Horbatsch, durchaus eine Strategie feststellen, die sie hatte, ein Plan, der vielleicht nicht explizit formuliert war, aber der durchaus in ihren Aktivitäten, auch in ihren Übersetzungen zum Tragen kommt. Eine Rolle hat da bestimmt auch die Zusammenarbeit, Kommunikation mit ihrem Mann, Oleksa Horbatsch, der heute auch schon erwähnt wurde, gespielt. Ein profilierter Linguist und auch ein Soziolinguist eigentlich, der eben auch die stilistische Brandbreite des Ukrainischen durchaus, der das erforscht hat und in dieser Hinsicht sicher auf seine Frau auch wirkte. Also als Beispiel für diese Strategie oder ja, diesen Plan von Frau Horbatsch kann man sehen, dass sie ganz bewusst Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre Kontakte mit dem Institut für Auslandsbeziehungen anknüpfte, dort agierte für das Ukrainische, eine ukrainische Anthologie in dieser Reihe, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie die heißt, Bibliotheken der Welt oder so etwas, also es war eine repräsentative Reihe, die am Schluss irgendwie über 70 Bände hatte und ein Band davon ist eine Anthologie ukrainischer Prosa des 20. Jahrhunderts, durchaus repräsentativ. Kann Ihnen hier folgenden, achso, ja, hier haben wir noch die Pitmohilny-Übersetzung, genau, das Deutsche dazu. Also die Liste von Frau Horbatschs Publikationen ist lang. Ich werde nachher noch, das sind vier Folien, nochmal darauf zu sprechen kommen kurz. Also sie verknüpfte eben mit ihrer Tätigkeit als Übersetzerin und ihre fachliche Kompetenz als Slawistin, sie war eine ausgebildete Slawistin, Sprachwissenschaftlerin auch, hinzu kommt auch ihr unermüdliches Engagement als Sprecherin für verfolgte Schriftsteller und Intellektuelle der Sowjetukraine, der sei zum Beispiel Wassil Stus oder Jevhen Sverstjuk genannt, von deren Schriften übersetzte sie auch einiges und stellte die Autoren selber in kürzeren Publikationen vor. Sie organisierte Veranstaltungen und andere Aktivitäten eben zur Unterstützung der inhaftierten und verfolgten Intellektuellen und Autoren. In ihren Publikationen, und deshalb finde ich, kann man durchaus von einem Plan sprechen, den sie da hatte, kann man nämlich auch beobachten, dass sie versucht hat, eine Art
eine Art Kanon der ukrainischen Literatur des 20. Jahrhunderts, vor allen Dingen des 20. Jahrhunderts vorzustellen, zu präsentieren. Und das spiegelt sich dann eben in diesen Übersetzungen wieder. Es sind Anthologien, in denen es einen Querschnitt gibt. Und erstaunlich ist eben auch, dass dort durchaus viele sowjetukrainische Autoren und nicht nur der 20er Jahre fungieren, sondern auch späterer Zeit. Sie war da nicht voreingenommen und hat eben nicht nur die Leute wie Mykola Chvilový aus den 20er Jahren übersetzt, sondern eben auch Sowjetukrainer späterer Zeit, so wie Irina Wilde zum Beispiel. Also sie hat dann eben auch der Genderfragen, kam auch in diesem Programm vor. Es gibt eine Anthologie nur mit Literatur von Autorinnen. Genau, die Kürbisfürstin, sie nannte das dann eine Anthologie zum Frauenthema. Also man sieht, es sind verschiedene, sowohl stilistische und Genrebereiche abgedeckt, fantastische Literatur, aber auch thematisch. Zu Tschernobyl gibt es einen eigenen Band mit Texten, Dichtung und Prosa zu fantastischen Erzählungen. Ja, es ist sehr beeindruckend, finde ich, was Frau Arbatsch sozusagen als im Alleingang im Grunde genommen in der Bundesrepublik für die ukrainische Literatur und die Übersetzung ukrainischer Literatur eben geleistet hat. Diese beiden soziokulturellen Szenarien, die ich vorgestellt habe, haben hinsichtlich der Metapher von Kultur als Übersetzung beschreiben einen Prozess der Auseinandersetzung eben, und die literarische Übersetzung von ukrainischen Texten sollte sich auf diese Auseinandersetzung auch einlassen, auf Differenzen einlassen und auch diese Differenzen sichtbar machen und sie keinesfalls weginterpretieren. Denn literarische Übersetzungen stellen im Rahmen des kulturellen Übersetzens eine Selbstreflexion dar, die Probleme der Fremdheit der anderen Kultur stellen sich dabei eben auch als Wahrnehmungsprobleme oder als Defizit der eigenen Kultur. Ja. Soweit von mir, und ich beantworte gerne Fragen.